Und es wird nicht nur gesprochen, es wird auch Musik gemacht. Ganz kurz was dazwischen sagen. Und eine ganz kurze Zwischenansage. Meine Damen und Herren, wir haben einen sehr engen Zeitplan. Und nichtsdestotrotz beginnt es gleich am Anfang, dass alles anders wird. Es sind zwei parallele Demonstrationen geplant gewesen. Und wir haben soeben entschieden, diese beiden Demonstrationen von der ukrainischen Diaspora mit unserer zusammenzuführen. Weil wir alle in die gleiche Richtung denken und handeln. Und insofern glaube ich, dass auch Sie das verstehen, wenn wir jetzt sehr viel improvisierter diese Demonstration machen. Das Ziel ist es wert, dass wir improvisieren und wir wollen alle, dass dieser Krieg zu Ende ist. Und die Freiheit der Ukraine ist auch die Freiheit, dass wir flexibel sind. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück an Gesine Dornblüt und Thomas Roth. Und das war übrigens Manfred Sapper von der Zeitschrift Osteuropa, einer der Organisatoren heute. Und wir fangen in jedem Fall jetzt mit Musik an. Zur Improvisation gehört, dass ich jetzt nicht weiß, wer spielen wird. Bitte schön. Erst Juli. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch kurz vor. Also, schönen guten Abend oder guten Tag. Wir sind etwas improvisiert, haben uns jetzt gerade vor einer halben Stunde erst getroffen zum Proben. Wir nennen uns jetzt ja einfach mal Fanfare Blau-Gelb. Erster Ton. Oh,
Vielen Dank für diesen spontanen Auftritt der Berliner Fanfare Blau-Gelb. Die Polizei bittet um eine Durchsage. Ich sehe, Sie haben alle Masken auf. Das ist sehr schön. Fast alle, die keine aufhaben, bitte setzen Sie eine Maske auf. Und bitte halten Sie auch den Corona-Abstand von 1,50 Meter ein. Vielen Dank. Das werden wir zwischendurch sicher noch ein paar Mal durchsagen. So, das war jetzt eine spontane Musikeinlage. Wir haben natürlich auch Musik eingeplant. Und zwar darf ich Ihnen vorstellen, Juri Gurji. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht. Er hat die legendäre Russendisco in Berlin mit auf die Beine gestellt. Er ist selber in der Ukraine geboren, lebt aber seit langem in Berlin. Er hat eine eigene Band, die heißt Rot Front. Und alles Weitere sagt er jetzt selber, bevor er ein bisschen Musik macht. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo ich auf eine Demo spreche. Aber ich habe das Gefühl, man muss alles tun, was man tun kann. Ich schreibe auch zum ersten Mal ein Tagebuch seit inzwischen 8 Tagen. Und bevor ich etwas vorspiele und dazu singe und spiele, möchte ich gerne meinen Eintrag vom 3. März vorlesen. Aufwachen, wenn man überhaupt zum Schlafen kommt, bedeutet für mich seit inzwischen einer Woche sofort mit den neuesten Nachrichten aus der Ukraine konfrontiert zu werden. Und eine gute Nachricht heutzutage bedeutet im besten Fall nur etwas weniger von den schlechten Nachrichten. Kiew wurde bombardiert. Viele liebe Freunde von mir sind in der Stadt. Ich hoffe, alle haben diese Nacht überlebt. Auch in Kharkiv war es turbulent. Kurz nach 22 Uhr gestern las ich, dass in der Straße der 23. August, wo meine Familie im Haus 43 jahrzehntelang gelebt hat, das Haus 2 von einer russischen Bombe zerstört wurde. Ich kann mich gut daran erinnern, vor vielen Jahren dort Georgi und seine Frau besucht zu haben. Wir haben getrunken, viel gelacht und Van der Graaf Generator gehört. Sie sind irgendwann umgezogen, haben 2 Kinder bekommen und leben inzwischen direkt am U-Bahnhof Naukowa in einem alten grauen Haus mit 5 Stockwerken, das seit Jahren schon sanierungsbedürftig war und hoffentlich weiterhin ist. Ich meine, ich hoffe, es steht immer noch. Neulich musste ich an Georgi denken. Es ist schon ein paar Wochen her. Ich habe eine rare Schallplatte in Berlin gefunden, die ihn interessieren könnte. Ich rufe ihn an. Obwohl wir uns das letzte Mal vor einigen Jahren gesprochen haben, scheint mein Anruf Georgi nicht zu wundern. Er erzählt, dass er mit der Familie nicht in der U-Bahn oder im Keller übernachtet. Das macht keinen Sinn, sagt er. Außerdem spielen Jugendliche in der U-Bahn oft Gitarre. Er mag diese blöden Lieder nicht. Während wir uns unterhalten, kann ich im Hintergrund Geräusche hören. Seine Kinder wachen davon nicht auf, meint Georgi. Sie haben sich schnell daran gewöhnt. Ihm fällt ein, dass er im Kinderzimmer den Fernseher ausmachen sollte. Die Kids haben vom Schlafengehen sich den Zeichentrickfilm Phantasmagorie angeschaut. Ich hoffe sehr, dass Georgis Haus stehen bleibt und auch das Slovo-Haus 200 Meter weiter, wo ich in den letzten 2 Jahren immer wieder gewohnt habe, in der dort vor kurzem eröffneten Residenz für Autoren und Künstler. Ende der 1920er lebten im Slovo-Haus die coolsten Autoren der Ukraine. Die hingerichtete Renaissance, so nennt man sie heute. Die Mehrheit der Bewohner wurde in den 1930ern erschossen. In Stalins UdSSR gab es keinen Platz für innovative ukrainische Literatur. Im September 2021 saßen wir im 1. Stock des Slovo-Hauses mit dem Autor, Musiker und lieben Freund Serhii Jadan und lasen Gedichte von den Menschen, die hier 90 Jahre vor uns gelebt haben. 9 davon haben wir ausgesucht und daraus das Pop-Album Foxtrotte gemacht. Serhii hat die Texte eingesungen, ich habe Musik dazu gemacht. Tagelang habe ich unterschiedlichste O-Töne dafür gesammelt. Im Kharkiver Literaturmuseum nahm ich das Geräusch der Druckmaschinen auf. In der Literaturresidenz das Quietschen der Türen und des Fußbodens. Ich stand vor der Haustür mit einem Mikro und den Kopfhörern und versuchte, den Klang der Straße aufzunehmen.
heute klingen Charkiwer Straßen anders. Explosionen und fliegende Raketen, Sirenen. Seit ein paar Tagen sind sie Elemente des neuen Alltagssoundtracks von so vielen ukrainischen Städten, am Tag und in der Nacht, rund um die Uhr. Ich möchte den ersten Song aus diesem Album, von dem ich gerade gesprochen habe, vorspielen. Man hört die Schritte auf den Treppen von Slobohaus und ich hoffe sehr, dass dieses Haus noch steht. Ich hoffe sehr, dass die Kinder, die auch bei den Aufnahmen mitgemacht haben, ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Ich hoffe, dass sie in Sicherheit sind, was auch immer im Moment Sicherheit in Charkiw heißen kann. So long. Ринями грає промінь, римами риме струмінь, сонячна вість ранкова виспівується кларнетом. Ринями грає промінь, римами риме струмінь, сонячна вість ранкова виспівується кларнетом. По огромній симфонії світу в гармонії многомовній в ефірі мелодії космічної ери. Мелодії космічної ери. Meine Damen und Herren, Сергій Жадан. Догоювигнувшись, стає струна тупа, немов краплині, пасти чорні ноті. І ось у Леславу з оркестром на крапа мелодія, розбещені скорботі. І люди йдуть, згинаючись в фокстроті, ламаючись у нерухомі тупа. Мелодії космічної ери. Мелодії космічної ери. Слово.
підноситься зневажливо рука, і щерблене перо, неначе шпагнець, і впада зломаний, покреслений чернець рядок, мов щогла не струнка. Та на пеналі трила плавні строф, скрипить холодним тросом літер, літер вишуканих катастроф. Здвигалися з осі планети, мелодії космічної ери, мелодії космічної ери. Харків, Берлін, торги Жадан, фокстроти. Слава Україні! Vielen Dank! Juri, Fuzzi. Machst du das Mikro wieder an? Ist an, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Wir hören ihn gleich nochmal. Der Sound von Kharkiv. Eigentlich eine großartige Stadt, eine fröhliche Stadt im Übrigen auch, Kharkiv. Eine Kulturstadt. Viel Universität, viel Studenten. Jetzt Mord und Zerstörung. Wir haben festgestellt, das Wissen über die Ukraine ist, sagen wir mal, eingeschränkt für die, die sich interessieren, natürlich seit vielen Jahren. Aber es ist ein unglaublich trauriger Anlass, natürlich diesen Mord an der Ukraine zum Anlass zu nehmen, über sie mehr zu informieren, wie Gesine und ich das schon als Korrespondentin und Korrespondent dort gemacht haben. Aber es gibt einen Wissenschaftler, Professor Karl Schlögl, den ich zu mir auf die Bühne bitte. Und es gibt wenige, die sich so gut auskennen in der Ukraine, übrigens auch in der früheren Sowjetunion, wie er. Er hat sehr viele Publikationen, prägende, müssen Sie nur googeln, dann finden Sie ihn dazu geschrieben, faszinierende, wie ich finde. Er hat am Ende seiner Lehrtätigkeit den Lehrstuhl an der für osteuropäische Geschichte an der Viadrina in Frankfurt-Oder inne gehabt und ist inzwischen emeritiert. In den letzten Jahren galt seine Aufmerksamkeit aber eben der Ukraine. Und was ich unter anderem an ihm so schätze, er ist ein gelehrsamer Mensch, ist ein Professor, der weiß viel, aber er mischt sich ein. Das tut er heute auch. Bitte schön. Liebe und verehrte Anwesende, ich danke Ihnen, ich danke euch, dass Sie zu dieser Kundgebung heute gekommen sind, am 11. Tag von Putins Krieg gegen die Ukraine. Wir haben zu dieser Kundgebung aufgerufen, weil wir keinen anderen Weg wussten. Unsere Empörung, unsere Wut, unsere Fassungslosigkeit, unsere Solidarität mit der kämpfenden Ukraine Ausdruck zu verleihen. Es ist eine Geste der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Wir sind bestürzt, weil wir Zuschauer sind, die wir nicht sein wollen, die wir aber lange genug waren. Wir haben es uns nicht vorstellen können, das war die rhetorische Formel der letzten Tage. Ja, und wir können uns nicht vorstellen, was noch kommen wird. Die Bilder von der neuen Ukraine, die wir seit der Revolution auf dem Maidan im Kopf hatten, werden nun mit Blut getränkt und mit Trümmern übersät. Die Ukraine war nach dem Ende der Sowjetunion ein anderes Land geworden, bei allen Schwierigkeiten. Ein Land, das sich an die Arbeit gemacht hatte, das nichts wollte, als in Ruhe gelassen zu werden. Der neue Glanz Kiews, das moderne Charkiw, Odessa als Sehnsuchtsort, Lemberg im Aufbruch von Hightech und Tourismus. Eine Nation, solange am Rand der europäischen Wahrnehmung, hatte endlich seinen Platz im Horizont der Europäer gefunden, war endlich heraus aus dem Schatten der Sowjetunion und Russlands. Nun soll das alles ungeschehen gemacht werden. Was Putin mit der Ukraine vorhat, hat er bereits vorgeführt. Er hat im Tschetschenienkrieg Grosny dem Erdboden gleich gemacht. Er hat das 4000-jährige Aleppo in Schutt und Asche gelegt. Aber er bleibt nicht stehen beim Urbizid. Bis vor kurzem noch unvorstellbar, sind Nuklearanlagen Kriegsziel geworden.
Saporosje. Das größte Atomkraftwerk Europas liegt dort, wo in den 1920er Jahren Dnipro-Ges, damals der größte Staudamm Europas, errichtet wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Damm zweimal gesprengt, das Industrieland zurückgebombt in die Steinzeit. Charkiw, zweimal von den Deutschen erobert und zerstört, wird nun von russischen Raketen zerstört. Das Land, schon einmal verheert durch den millionenfachen Hungermord der 1930er Jahre, ist in diesen Tagen wieder zum Land geworden, in dem in diesem Jahr keine Aussaat mehr möglich ist, es also auch keine Ernte geben wird. Wir konnten es uns nicht vorstellen, dass die Kathedralen des Höhenklosters hoch über dem Dnieper noch einmal gesprengt werden könnten. Auf den Fotos erkennen wir die Bahnhöfe mit den Hunderttausenden von Fliehenden. Von dort waren schon einmal Millionen ukrainischer Männer und Frauen zur Sklavenarbeit ins Deutsche Reich abtransportiert worden. Und nie hätten wir uns vorstellen können, dass einmal Trümmer des Kiewer Fernsehturms auf das Gelände von Babin Yar herabstürzen würden, wo im September 1941 über 33.000 Kiewer Juden ermordet wurden. Auf die Bilder der deutschen Verbrechen in der Ukraine folgen nun die Bilder von den russischen Kriegsverbrechen von heute. Jeder Ukrainer weiß, was es heißt, wenn Städte eingekesselt und in Blockaden ausgehungert werden. Wir haben lange, zu lange in der Chronik eines angekündigten Krieges zugesehen. Es war bequemer, wegzusehen, wo wir doch alle gelernt hatten, dass man niemals wegsehen und zusehen darf, wenn Böses geschieht. Es hieß immer, man solle Putin nicht dämonisieren. Was er, der die Ukraine als selbstständigen Staat, als eigenständige Nation vernichten will, in der Ukraine vorhat, kann man im Russland dieser Tage studieren. In Putins drittem Imperium, das auf das russische und das sowjetische folgen soll, herrscht ein Totalitarismus neuen Typs. An die Stelle geschichtlicher Erinnerungen, deren das Land so dringend bedarf, sind Mythen, Zensur, Hassreden getreten. Ein großer Exodus hat eingesetzt. Putin hat das Land in die Sackgasse geführt und er ist offensichtlich bereit, es mit in den Abgrund zu reißen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein sinnloser, opferreicher, verbrecherischer Krieg ein Regime zu Fall bringt. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass der Wahnsinn dieses Krieges spurlos an Russland vorübergehen wird. Sicher ist aber, dass es derzeit die Ukrainer und die Ukrainerinnen sind, die Putins Krieg Einhalt gebieten. Sie haben schon jetzt sein Kalkül auf einen kleinen, schnellen Krieg zunichte gemacht, aber sie bezahlen den Preis, den die Europäer, der Westen oder das, was der Westen einmal war, zu zahlen, nicht bereit war. Das Wenigste, was wir an dieser Stelle heute tun können, ist, den Ukrainern und Ukrainerinnen im Augenblick tödlicher Bedrohung zuzuhören und zu helfen, wo immer wir können. Slava Ukraine! Dankeschön, Karl Schlögl. Sie haben es gesagt, das Einzige, was wir tun können, ist den Ukrainerinnen und Ukrainern zuzuhören. Und das wollen wir heute tun. Und wir haben es angekündigt, wir haben einige Stimmen per Live-Schalte heute vorbereitet. Andere Ukrainerinnen und Ukrainer haben kleine Schaltungen vorbereitet, die wir einspielen werden. Und die nächste Teilnehmerin und die erste, die eben uns zugeschaltet ist, das ist Katerina Mischenko. Sie ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie hat ein tolles Buch gemacht, das war noch vor dem Krieg, und das heißt vor 2014. Das heißt Ukrainian Night mit vielen Fotos, und sie hat die Texte geschrieben. Katerina Mischenko hat der Stuttgarter Zeitung vor circa 2 Wochen ein Interview gegeben, und da hat sie ganz ähnlich wie Karl Schlögl gesagt, Putin schreibt die Geschichte um. Die einzige Taktik, die hilft, ist Solidarität. Deshalb
auch von mir jetzt noch einmal danke, dass Sie alle hier sind. Wir müssen Solidarität zeigen, auch deshalb, weil wir so viel versäumt haben in den letzten Jahren. Katerina Mischenko ist uns aus Ivano-Frankivsk zugeschaltet. Das liegt in der Westukraine zwischen Lviv und Tschernivtsi. Und ich bitte die Technik, jetzt Katerina Mischenko das Wort zu geben. Mach das Video. Hallo, hallo, hallo. Aha. Wir hören Sie. Ja? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir sind da. Liebe deutsche Freundinnen und Freunde, gestern habe ich in einer Analyse gelesen, dass dieser Krieg für heutige Verhältnisse lang ist. Wir wussten ja schon, dass er als Blitzkrieg gedacht wurde. Nun produziert dieser lange Krieg Tausende von Opfern jeden Tag. Über 800 Kinder sind bereits verletzt worden. Nur ein Fallbeispiel von gestern. Gestern konnten zwei verwundete Kinder in die Kinderklinik nicht rechtzeitig gebracht werden und sie sind gestorben. Es geht um dieselbe Klinik, die von circa einer Woche beschossen wurde. Und jetzt werden die kleinen Patienten im Luftschutzkeller behandelt. Liebe Katerina, ja? Liebe Katerina, darf ich ganz kurz unterbrechen? Sie müssen bitte Ihr Video anschalten, Ihre Kamera anschalten. Können wir Sie auch sehen. Oh mein Gott. Hier steht, dass the host had stopped it. Sie müssen mich anschalten. Ich gebe es weiter an die Technik. Ja. Wir haben heute eine lange Veranstaltung. Wir haben noch Chance zu üben. Sie haben das Pech, dass Sie die Erste sind, die zugeschaltet ist. Ja, kein Problem. Aber wir hören Sie, Katharina, auf jeden Fall. Ja, dann soll ich weitermachen oder wir warten kurz? Ja, weitermachen, glaube ich. Ja, sprechen Sie einfach weiter und vielleicht sehen wir Sie auch gleich. Ja, das, was ich Ihnen erzähle, klingt wahrscheinlich unfassbar. Aber wir können uns heute das nicht leisten, das Unfassbare nicht zu fassen. Genauso unerschwinglich sind die Sprachlosigkeit, Machtlosigkeit und andere Losigkeiten. In letzten Tagen habe ich wahrgenommen, wie viel ich hatte. Ein Zuhause, viele intelligente Freunde, Liebe für Kunst, Ideen für Bücher, einen wunderbaren Kindergarten meines Sohnes und vieles, vieles mehr. Im April wollte ich mit meinen Kollegen ein Buch über zwei Atomkatastrophen veröffentlichen, über Tschernobyl und Fukushima. Und was gibt es heute? Russische Soldaten in Tschernobyl und auf dem Atomkraftwerk in Saporizhia, das hat Herr Schlögl schon auch erwähnt. Der Nuklearterrorist im Kreml bedroht die ganze Welt. Also vieles, was ich vor 11 Tagen hatte, gibt es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich noch ganz viel habe. Meine Stimme, meine Freunde, die nicht aufgeben, und viel Liebe, deren Stärke ich so gerne in die bessere Zukunft richten möchte. Sie haben auch viel und sie sind stark. Dieses Gefühl eigener Stärke darf nicht durch Verzweiflung verloren gehen. Verzweiflung von der Katastrophe, die ein perverses Regime jetzt live einrichtet. Dieses Regime und sein Führer nähren sich von unserer Angst und unserem Schock. Es ist keine zynische Strategie, die Städte zu zerstören und damit unsere Regierung zu erpressen. Es ist etwas, was von ihm genossen wird. Die angebliche Schwäche von Europa, seine reaktive und nicht immer aktive Position ist auch etwas, was diesen Führer stärker macht. Ihre Stärken werden in Schwächen verwandelt. So war das lange mit der historischen Verantwortung Deutschlands. Diese Verantwortung wurde gegen die Ukraine in Propaganda ausgenutzt. Aber heute geht das nicht mehr.
Heute bringt auch diese Verantwortung Sie auf die Straßen und Sie sehen, dass Sie eine Gesellschaft sind. Gesellschaft und Gemeinschaft sind etwas, was heute weder in der Ukraine noch in Russland existieren darf. Es soll nicht Soziales bleiben, nur biologisches Leben und Ausrottung. Umso einflussreicher soll sich jede Gesellschaft heute fühlen. Sie können sehr viel. Entschuldigung, ich habe eine E-Mail bekommen, dass ich das Video anmache, aber das funktioniert immer noch nicht. Deshalb also benutze ich das, was ich noch habe, nämlich meine Stimme. Das ist völlig in Ordnung. Vielen Dank. Ja. Ich weiß, westliche Gesellschaften können viel helfen. Sie sind friedlich und reflexiv. Aber bitte, seht uns nicht als Flüchtlinge und Opfer an. Ja, das sind wir heute. Aber gleichzeitig kämpft die Ukraine und leistet einen enormen Widerstand. Schließt uns an. Macht Druck auf ihre Regierung, dass sie uns bei diesem Kampf in allen möglichen und unmöglichen Formen unterstützt. Ihr wollt keine weiteren Opfern. Wir auch wollen, wir auch nicht. Die Befriedigung des Aggressors funktioniert nicht. Gebt die Hoffnung auf, dass er euch schont, wenn er mit uns fertig ist. Der russische Führer hat mit uns angefangen, weil er vor euch Angst hat. Gerne schaut er jetzt zu, wie sich Europa weigert, sich in diesen Konflikt einzumischen. Diese Weigerung lässt den terroristischen Wahnsinn immer neue grausame Formen annehmen. Mein ganzes Leben bin ich davon überzeugt, dass meine persönliche Freiheit und Wohlstand nichts wert sind, wenn andere das nicht haben. Und ich bin mir sicher, dass Sie Entschuldigung, diese Überzeugung teilen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Katharina Meschenko aus Ivano-Frankivsk. Ja, wie schön, dass es noch nicht verhindert worden ist und hoffentlich nie werden kann, dass jemand wie Sie zu uns spricht, dass die Ukraine zu uns spricht, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, noch viel konsequenter, als wir das bisher getan haben. Und dazu soll der heutige Tag auch beitragen. Die Ukraine hat großartige Kunst, großartige Kultur, großartige Schriftsteller. Eine haben wir eben gehört. Jurko Prochasko ist ein weiterer Schriftsteller aus der Ukraine und Literaturwissenschaftler. Er ist geboren in der ukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk, lebt heute in Lviv, also weit im Westen der Ukraine, und arbeitete bis zu dem russischen Überfall auf seine Heimat, auf die Ukraine, an der ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Auch in Lviv heulen die Sirenen. Jurko Prochasko, er ist ein überzeugter Europäer. Er kennt unser Land gut, besser als wir sein Land wahrscheinlich. Er kennt unser Land gut. Und er kämpfte schon 2004 auf dem Maidan um die Zukunft der Ukraine. Wir haben noch nicht geahnt zu dieser Zeit, dass es zu solchen finsteren Stunden führen wird, der Kampf um die Zukunft der Ukraine in Europa. Er kämpft gegen Putins Überfall, Jurko Prochasko, und er kämpft gemeinsam für ein Europa in Freiheit und Frieden mit der Ukraine. Ich darf ihn bitten, zu uns zu sprechen und will ihm aber auch gleich sagen, lieber Jurko, wenn du die Kamera anschalten kannst an deinem Gerät, das würde helfen. Wir freuen uns aber natürlich auch, dich zu hören, am besten aber auch zu sehen. Jetzt weiß ich nicht, ist er schon sozusagen bei uns? Ja, ich bin längst bei euch. Ah, super, schön. Herzlich willkommen in Berlin. Grüße aus Lviv, Grüße nach Berlin und vielen Dank. Ich habe meine heutigen Worte betitelt Unser täglich Gift. In diesen Tagen, da durch den Krieg gegen die Ukraine der Putinismus nun sein innerstes Wesen so endgültig, vollständig und so bodenlos unmissverständlich entfaltet und offenbart und in die verbrecherische Tat umsetzt, fragen wir uns, wieso er es überhaupt vermochte, so verheerend große Teile der russischen Gesellschaft zu ergreifen. Denn der Putinismus ist aus dem Großraschismus gewachsen. Er ist seine aktuelle Vollendung und seine ideologische Spitze. Der Putinismus
verleiht wiederum dem Großfaschismus seine gegenwärtige, vermeintlich so geschlossene und schlüssige Erzählung. Die den Putinismus tragende russische Gesellschaft ist von oben bis unten zutiefst krank. Und es fragt sich zu Recht und dringlich, wie die Entputinisierung dieser Gesellschaft und wann vonstatten gehen soll, wenn nicht einmal die Entstalinisierung stattgefunden hat. Der Putinismus, der sich in diesen Tagen nun ganz folgerichtig zu einer totalitären Diktatur vollentwickelt, gibt sich oft und gerne erratisch und vieldeutig, ist aber in seinem Kern unschwer auszumachen. Chauvinistischer Imperialismus, völkischer Mystizismus, messianischer Größenwahn, eschatologischer Revanchismus, apokalyptischer und militaristischer, menschen- und lebensverachtender Macht-, Gewalt- und Führerkult, tiefste Verachtung für Recht und Freiheit und Selbstbestimmung. Es wurde in den vergangenen Jahren lange und ausführlich analysiert, inwiefern das einem essentiellen Faschismus gleicht. Lassen wir die Antworten auf diese Frage für später. Die frappierenden Parallelen zwischen diesen beiden Weltanschauungen und deren Umsetzungen lassen vermuten, dass es da gar keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Außerdem brauchen wir diese Gleichsetzung auch nicht unbedingt, da wir jetzt schon die viel genaueren Begriffe haben, Putinismus und Großraschismus. Monatelang hat nun der Putinismus von unser allen Augen unverhohlen seine Ultima Ratio und sein eigentliches Element, den Krieg, aufgebaut. Und die meisten von uns fragten sich, wie hypnotisiert, wie das bloß zu verstehen, wie zu deuten sei. Misstraue nie dem Äußeren, das sagte schon Lichtenberg. Wir haben verlernt, das Offensichtliche zu sehen. Wochenlang wurde die pseudodiplomatische Kulisse aufrechterhalten, die auf der russischen Seite genau den gleichen Zweck verfolgte, zu verwirren, irrezuführen und die Zeit für die Umsetzung der längst beschlossenen Entscheidungen zu treffen. Jahrzehntelang wurde die Ukraine als Gesellschaft, als Kultur und Identität, als Staat, ja schlicht alles souverän ukrainische, durch die russischen Staatsmedien hasserfüllt, entmenschlicht, verunglimpft, mit projektiven Wahnbildern verzerrt, ins Lächerliche gezogen. Die Ukrainer und Ukrainer wurden als eine unmündige, abhängige, aber durchaus aggressive, ja verbrecherische und daher zu vernichtende Scheinidentität, der gar keine Existenzberechtigung zusteht, dargestellt. War es nicht etwa offensichtlich, wohin das führen soll? War es nicht offensichtlich, dass die Projektion, die Verkehrung ins Gegenteil, ständige Umkehrung der Täter-Opfer, der Hauptmechanismus dieses Weltbildes ist? Krieg ist Frieden, Terror ist Schutz und Rettung, Vernichtung ist Erschaffung, Hegel ist Bebel, Bebel ist Babel, Babel ist Bombenhagel. Auch das wurde von großen Teilen der russischen Gesellschaft mit Lust und Wonne mitgetragen. Seit Jahrzehnten dauert auch die antiwestliche, auf Ressentiment und kruden Verschwörungswahnbildern basierende, genuin antidemokratische, ja demokratiefeindliche, freiheitsverachtende, autoritäre und autokratische Propaganda des Putinismus. Und wir fragen uns erstaunt nicht erst seit heute, wieso so beträchtliche Teile dieser westlichen Gesellschaften, gegen die sich der Putinismus so offen und bravourös, so selbstgerecht und genüsslich richtet, sich nicht nur als überaus anfällig, sondern geradezu affin erwiesen. Welche Phantasma werden dadurch aktiviert und mobilisiert? Und was sagt es über die Zustände und Beschaffenheit der westlichen Demokratien aus? Ja, über ihr Selbstschutzvermögen, ihr Lebensinstinkt. Sicherlich ist das etwas weit mehr als nur Verdrängung, als Bequemlichkeitsdenken, Korruption und Stockholm-Syndrom. Wie einst der sowjetische Kommunismus, wie dann Faschismus und Stalinismus, beansprucht aus der Putinismus heute für sich eine messianistische, millenaristische Geltung. Deshalb
entscheidet sich heute in der Ukraine auch wirklich die Zukunft nicht nur des gesamten Westens, sondern auch der ganzen Welt. Und wir sind an diesem Ausgang nicht ganz unbeteiligt. Vielen Dank. Juri Prochaska, vielen herzlichen Dank für Ihre großartigen und inhaltlich so präzisen Worte. Das ist die Wahrheit, Herr Putin. Wir sind hier im Herzen von Berlin, einige hundert Menschen, Juri Prochaska, mit unseren Herzen sind wir auch bei Ihnen in Lviv. Alles Gute nach Lviv. Ja, Jurko Prochaska hat eben den Putinismus mit guten und klaren Worten auseinandergenommen. Die Tatsache, dass diese chauvinistische und menschenverachtende Auffassung der Ukraine als eines Landes einer Kultur, die gar nicht existiert, die Tatsache, dass das in Teilen Europas auf so fruchtbaren Boden fällt, die ist auch darin begründet, dass die Ukraine in Europa, in Westeuropa viel zu wenig bekannt war in den letzten Jahren. Und das ist auch ein Versäumnis der Politiker, ein Versäumnis auch vieler Redaktionen, die der Ukraine viel zu wenig Raum eingeräumt haben in den letzten Jahren. Und es ist auch das Ergebnis eines Mangels an Empathie in den westlichen Gesellschaften, eines Mangels an Mitgefühl für die Nachbarstaaten, denen es nicht so gut geht, die ein bisschen am Rand sind. Zu den Stimmen im deutschsprachigen Raum, die sich in den letzten Jahren, und nicht nur Jahren, sondern fast schon Jahrzehnten, mit der Ukraine beschäftigt haben, und nicht nur mit der Ukraine, auch mit Polen, Belarus, den baltischen Staaten, zu diesen Stimmen zählt Martin Pollack, Schriftsteller, Slawist aus Wien, aus Österreich, und Österreich ist ja ein Land, das historisch enge Verbindungen mit der Westukraine hat, in dem die Eliten heute aber auch enge Verbindungen mit russischen Oligarchen unterhalten. Und Martin Pollack lässt das mitunter verzweifeln. Wir sind jetzt mit ihm verbunden in Wien. Martin Pollack, bitteschön. Ich hoffe, man kann mich sehen. Bisher noch nicht. Wir hören Sie gut. Jetzt sehen wir Sie auch. Gut. Herzlich willkommen. Zunächst möchte ich mich sehr, sehr bedanken für die Einladung, bei diesem wunderbaren Veranstaltung sprechen zu dürfen. Das ist mir ein großes Anliegen, wirklich ein Herzensanliegen. Danke. Der polnische Publizist und ehemalige Dissident Adam Michnik hat vor kurzem zum Krieg in der Ukraine gesagt: Heute müssen wir klar und offen eines sagen. Wir sind alle Ukrainer. Dem möchte ich mich aus ganzem Herzen anschließen. Putin erklärt in diesen Tagen, Russland müsse sich verteidigen. Russland müsse seine Bürger im Donbass schützen. Russland müsse die Ukraine entnazifizieren, was immer er damit meint. Diese alles auf den Kopf stellende Täter-Opfer-Umkehr, die kennen wir aus unserer eigenen Geschichte. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich stamme aus einer Familie überzeugter Nationalsozialisten. Mein Vater war ein Täter, so wie es heute in Russland viele Täter gibt, der sich im wahrsten Sinn des Wortes die Hände blutig gemacht hat und unbewaffnete Zivilisten, Polen, Slowaken, vor allem aber Juden ermordet hat. Das Narrativ in meiner Familie, auch nach 1945, lautete ganz ähnlich wie das von Putin heute. Wir sind die Opfer. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Die anderen, die Juden, die Polen, die Russen, sind die Aggressoren, die uns den Krieg aufzwingen. So lügt Putin auch heute der Welt schamlos ins Gesicht. Und es gibt in unseren Ländern immer noch Menschen, Politiker, Vertreter der Wirtschaft, die Verständnis für ihn äußern. Diese Leute, unsere Politiker, haben Putin lange, viel zu lange hofiert. Nicht, weil sie den Frieden bewahren möchten, weil sie Brücken bauen möchten, wie sie gern behaupten, sondern aus blanker Gier,
aus blanker Gier, weil sie Geschäfte machen wollen, lukrative Geschäfte. Und diese Geschäfte haben sie jahrelang betrieben und wir haben ihnen dabei zugeschaut. Wir haben nicht oder viel zu leise dagegen protestiert. Damit muss Schluss sein. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Das sind wir unseren ukrainischen Freunden schuldig. Gerade heute, da Putin die mit einem vernichtenden Krieg überzieht, da dort Zivilisten, Frauen, Kinder und Alte ermordet werden. Denn diese Menschen in der Ukraine, sie kämpfen auch für uns. Sie kämpfen für unsere Freiheit, für die Demokratie. Sie kämpfen für die ganze freie Welt. Europa, die ganze Welt, muss endlich erwachen. Solidarität mit der Ukraine. Slava Ukraini. Dankeschön. Vielen Dank, Martin Pollack, mit diesem Aufruf. Was? Ich darf auf der Bühne begrüßen Marie-Louise Beck. Darf Sie bitten, zu mir zu kommen? Ich bleibe beim Du, weil wir uns schon lange kennen, wenn ich darf. Öffentlich, weil es wäre mir sowieso passiert. Marie-Louise Beck, habe ich als Journalist über Sie viel berichten dürfen, auch über politische Karriere. Unter anderem, das ist Teil meines großen Respekts für Sie, dass Sie sich über Jahre um Russland gekümmert hat, um Osteuropa, dass sie ihre Stimme erhoben hat, auch ihre kritische Stimme, auch wenn sie nicht gerne gehört worden ist. Übrigens auch im politischen Berlin. Dafür bin ich dir dankbar, dass du das getan hast. Und jetzt darf ich dich herzlich bitten, zu uns zu sprechen. Dieser Krieg fordert nicht nur Opfer in der Ukraine. Dieser Krieg fordert auch Opfer in Russland. Der totalitäre Zugriff von Putin auf die Menschen in Russland, die diesen Krieg nicht wollen, wird von Tag zu Tag stärker. Soeben hören wir, dass die große Menschenrechtlerin Svetlana Ganushkina, 80 Jahre alt, heute verhaftet worden ist, zusammen mit Oleg Orlov. Es stimmt nicht. Es ist so. Zusammen mit Oleg Orlov. Diese mutigen Menschen haben auf dem Roten Platz eine Mahnwache veranstaltet. Und die schon lange, und es sind über 1 Million in Russland, ihren Namen und ihre Unterschrift gegen diesen Krieg gegeben haben, sie werden jetzt aus den Universitäten entfernt, sie werden entlassen. Die Polizei besucht sie zu Hause. In Russland, in Putins Russland geht die Angst um. Und die Menschen wollen diesen Krieg nicht. Das sollten wir hier laut und deutlich sagen. Und das sagen wir auch denen, die hier über Jahre Putins Stimme gewesen sind. Schamlos. In unseren öffentlich-rechtlichen Medien, in den Talkshows. Es ist ihnen zu lange die Möglichkeit gegeben worden, ihre Lügen zu verbreiten. Auch das ist ein Teil unserer Verantwortung. Unsere Generation, meine Generation, hat immer wieder gesagt, nie wieder Krieg. Und wir waren der Überzeugung, das würde reichen. Spätestens seit dem Krieg gegen die Bosnier und gegen die Kroaten und gegen die Slowenen wissen wir, dass nie wieder Krieg zu sagen nicht reicht, sondern wir müssen den Krieg und die Krieger auch bekämpfen.
vor dieser Debatte haben sich viele von uns weggedrückt. Viele. Und haben die als Kriegstreiber bezeichnet, die gesagt haben, es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung. Und auch unsere Regierung und der Westen haben viel zu lange die lauten Bittrufe, das Flehen der Ukrainer überhört und haben diesem Recht auf Selbstverteidigung nicht geholfen, haben nicht die Waffen gegeben, die die Ukrainer brauchten. Denn die Ukrainer wussten, dass Putin diesen Krieg gegen sie führen würde. Und wir konnten es auch wissen, denn er hat es angekündigt, spätestens vor einem Dreivierteljahr in einem Aufsatz in den Vereinigten Staaten. Er hat es angekündigt und wir haben vorgezogen, wegzuschauen. Nun halten die Ukrainer zum Teil mit ihren Körpern russische Panzer auf. Und während diesen Panzern manchmal der Diesel ausgeht und sie nicht weiterfahren können, füllen wir nach wie vor täglich Putins Kriegskasse. $700 Millionen fließen in etwa jeden Tag in die Kasse, mit der Putin Krieg gegen die Ukrainer führt. Bei den Sanktionen sind die Sberbank und die Gazprombank ausgenommen worden, damit wir von diesem Krieg unberührt bleiben. Ich sage, kein Öl und Gas aus Russland mehr, solange Putin weiter Krieg führt. Wenn diese Regierung für Moral und Werte stehen will, dann soll sie heute Nord Stream 1 zumachen. Kein Euro und kein Dollar mehr für Putin, solange er diesen Krieg führt. Weil unsere Industrie uns wichtiger ist als die Menschen in der Ukraine. Wer reklamiert, dass er an der Seite der Ukraine steht, und das tun viele, der darf nicht nur Flüchtlingen helfen. Ja, auch denen muss geholfen werden. Wir müssen die Türen aufmachen. Aber sollen wir 40 Millionen Menschen hierher holen, damit Putin ein leeres Land übernehmen kann? Unsere Aufgabe jetzt ist, den Westen dazu zu bringen, dass er im wahrsten Sinne des Wortes den Geldhahn zudreht. Stop funding Putins war machine. Cut oil and gas imports from Russia. Diese beiden Sätze sollen mit unseren Medien um die Welt gehen. Und sie betreffen Amerikaner genauso wie uns. Wir müssen und können stark genug sein, um Putins Kriegsmaschine einen Einhalt zu bieten. Und nur dann können wir in den Spiegel schauen. Ich danke euch. Marie-Louise Beck. Marie-Louise, herzlichen Dank für deine klaren Worte.
Ich möchte an dieser Stelle jetzt nochmal unsere Zuschauer im Internet begrüßen, denn ich bleibe hier natürlich die nächsten noch mindestens 2 Stunden, die unser Programm dauern wird. Es sind, wie ich gehört habe, ungefähr 300 User, die uns zuschauen. Viele Grüße aus Berlin vom Bebelplatz. Wir erwarten jetzt einen Chor. Dieser Chor ist noch nicht da. Und deswegen möchte ich Thomas Roth gerne befragen. Das wollte ich schon immer mal machen und jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Er hat gesagt, im Fall einer Pause wolle er mich befragen. Aber jetzt bin ich ihm zuvor gekommen. Ja, aber ich komme nach gleich. Okay, Thomas, du warst lange in Moskau, in den 90er Jahren, auch noch danach. Und das ist nicht der erste Krieg, den Putin führt jetzt. Wir erinnern uns an den Tschetschenienkrieg, den ersten und den zweiten, Georgien 2008, später dann Syrien. Welche Parallelen siehst du? Ich sehe die schrecklichste Parallele, die man sehen kann, sehe ich leider. Ich war damals, du hast es erwähnt, im Tschetschenienkrieg in Grosny als Korrespondent. Wir waren im Zentrum, im Herzen der Stadt und haben von dort berichtet mit so einer Sendeanlage. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man eine Stadt von zu dem Zeitpunkt etwa 250.000, 280.000, eine schöne Stadt im Übrigen, obwohl Grosny eigentlich der Name etwas anderes sagt, aber es ist eine sehr schöne Stadt, dass man diese Stadt flachlegen kann, im Sinne von komplett im Zentrum jedenfalls zerstören. Als die Bombardierungen begannen, haben wir die Stadt verlassen aus Sicherheitsgründen, sind später zurückgekehrt. Ich habe so etwas noch nie gesehen, eine komplett zerstörte Stadt, eine absolute Stille in den Ruinen, in der Ferne irgendwelche Schüsse, unter den Ruinen ganz sicher viele Leichen, die wir alle nicht gesehen haben. Und als ich jetzt die Bilder aus der Ukraine sah, auch heute zum letzten Mal, heute Vormittag, das ist die Parallele. Und wir haben gelernt, obwohl ich es mir, und ich war nicht der Einzige, das damals so nicht vorstellen konnte, in meinem Kopf waren Bilder wie Dresden, das zerstörte Dresden oder meine Heimatstadt Heilbronn, wo ich herkomme, die auch komplett zerstört worden ist. Das ist die Parallele zu Putin. Dazu ist er in der Lage und deshalb müssen wir, wie Marie-Luise Beck und andere bisher schon zu Recht gesagt haben, wir müssen uns versammeln, wir müssen uns unterhaken, wir müssen unseren Protest ausdrücken, wir müssen unsere Politiker dazu bewegen, noch konsequenter gegen diesen Krieg vorzugehen. Denn die Parallele ist Grosny. Und die Parallele ist auch, dass ja damals die westlichen Regierungen auch weggeschaut haben. Man wollte Jelzin, er war erstmal demokratisch im Unterschied zu denen, die da vorher waren. Man wollte dem nicht in den Rücken fallen. Und es war ein unsäglicher Krieg, den Russland da geführt hat gegen die eigene Bevölkerung. Aber man hat es trotz mahnender Stimmen hier nicht wahrhaben wollen. Das ist richtig. Obwohl die Bilder und die Berichte, meine viele andere, eine schon die eigentliche Sprache gesprochen, aber es war weit weg, irgendwo da hinten am Kaukasus, kennt man nicht so recht, hinter den Bergen, hat uns nicht so interessiert. Es hat uns nicht interessiert. Es gab einige kurze Proteste, soweit ich das mitbekommen habe, aber in Wahrheit haben wir weggeschaut. Wir hätten damals schon lernen können, wozu dieser Mensch als Präsident Russlands in der Lage ist. Ich fürchte, er ist noch zu noch Schrecklicherem in der Lage, wenn er nicht gestoppt werden kann. Danke dir für jetzt. So, der Chor ist da. Und zwar ist es, ich stelle ihn kurz vor, der Wolny-Chor, das heißt der freie Chor. Und er kommt aus Belarus. Wir erleben jetzt einen Kampf der Diktatoren gegen Demokratien. Und diejenigen, die das in den letzten Jahren wohl am intensivsten zu spüren bekommen haben, das sind die Belarusinnen und Belarusen. Sie erinnern sich, 2020 im Sommer umstrittene Präsidentenwahlen, danach Proteste, danach, Sie können ruhig schon mal applaudieren, ich rede noch ein bisschen weiter. Ja. Bei den Massendemonstrationen in Belarus wurde viel gesungen und Musik gemacht. Und das nicht nur, weil eine der drei führenden Frauen, Maria Kolesnikova, Musikerin ist,
Sie ist ja in Belarus im Gefängnis in Haft zu vielen Jahren verurteilt worden. Sie ist eine von aktuell, Stand heute, ich habe es nachgeschlagen, 1085 politischen Gefangenen in Belarus. Und auch an sie wollen wir und müssen wir heute denken. Der Wolny-Chor ist damals aufgetreten. Die Mitglieder haben Belarus verlassen müssen, leben inzwischen im Exil. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier heute für uns etwas singen. Malinki Vapros, eine Sekunde. Kto atvetit, što vi pajote? Što vi budete pit? Мы будем співати молитву за Україну. Ми білоруси, ми разом з Україною, ми супроти війни. Ein Gebet für die Ukraine. Sie sind Belarussen, Sie sind gemeinsam mit den Ukrainern. Und jetzt verschwinde ich schnell aus dem Bild. Зараз так само йде війна. Вона вже йде півтори роки. Я не знаю, чи розуміють мене тут люди по-білоруську, коли це треба, можете перекладати. І ми хочемо заспівати так само білоруський гімн, який зараз заборонений в нашій краї, за який люди сидять у в'язненнях, і який дуже важливий для нас, і ми хочемо бути солідарними з Україною. Ми разом у цій війні. Це так само і наша війна. In our country, in Belarus also, a war. And now we want to sing for you
the special hymn, the special song for Belarus. Тільки в серці тривожним почую за країну родимую жаль. Вспомню гострую браму святую і вояків на грозних конях. Білої пені проносяться коні, рвуться, мкнуться і тяжко хрипять. Сорода уняй литовской погони. Не разбить, не разбить, не спынить, не стримать. Сорода уняй литовской погони. Не разбить, не разбить, не спынить, не стримать. У безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами годы. Вы за каким у погоню спешите, где же враги ваши идут и куды? Моя ны, Беларусь, понеслися за твоими детьми на вздогон, что забыли тебе, отроклися, продали, продали и отдали в полон, что забыли тебе, отроклися, продали, продали и отдали в полон. Бить в сердце, бить мячами, не давайте чужинцами быть. Хай лачуются сердца ночами, а в родимой сторонцы болить. Все на тути, на тути, на кони, с ревной сбруей далеко гремять. Сторода уняй литовской погони. Не разбить, не разбить, не спынить, не стримать. Сторода уняй литовской погони. Не разбить, не разбить, не спынить, не стримать. Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Ganz herzlich, machst du mir das Mikro wieder an? Ja, danke. Ganz herzlichen Dank. Lassen Sie uns von hier aus auch noch grüßen Svetlana Tikhanovskaya, die im Exil ist und für die Demokratie kämpft in Weißrussland, die quer durch Europa reist, die eigentlich gewählte Präsidentin von Belarus. Maria Kolesnikova, die in Stuttgart gearbeitet hat, Musikerin, lassen Sie uns grüßen, sie sitzt im Gefängnis. Wir müssen alles dafür tun, was wir können, damit sie in die Freiheit zurückkehrt. Und Veronika Tsepkalo, das war die dritte, im großartigen Wahlkampf in Weißrussland, in Minsk auf den Straßen, der blutig auch mit Putins Geheimdiensthilfe niedergeschlagen worden ist. Wir dürfen die alle nicht vergessen. Jetzt freue ich mich, dass ich zu einer, ich sage das mal etwas salopp, weiteren Svetlana kommen darf. Svetlana Alexejewitsch. Sie hat, Sie wissen das alle natürlich, neben vielen anderen Auszeichnungen den Nobelpreis für Literatur 2015 verliehen bekommen, was mich ungeheuer gefreut hat. Warum? Wer sich für ihre Literatur interessiert hat, wusste und spürte, und es war oft nicht einfach mitzulesen, dass sie Menschen
ihre Stimme gab oder zurückgab, mit denen sie lange, lange geredet hat und daraus großartige Literatur gemacht hat. Sie hat Menschen in ihrer Not sprechen lassen, unter dem Druck der Verhältnisse und in dem Fall auch der Druck der Erinnerung an finstere Zeiten in der Sowjetunion. Großartig. Sie hat übrigens zu Zeiten, als es in der Sowjetunion verboten war, über jene Zinksärge gesprochen, wo die jungen russischen Soldaten heimlich zurück aus Afghanistan in die Sowjetunion gebracht worden sind. Sie hat gewagt, darüber zu sprechen. Eine mutige Frau. Das ist sie geblieben. Sie ist mutig gegenüber dem Diktator Lukaschenko, Putins Freund. Dieses Diktatoren-Duo. Sie war mutig genug, gegen ihn aufzustehen und zu widersprechen. Und sie bekam seine Unterdrückung auch zu spüren. Sie lebt zurzeit im deutschen Exil. Insofern ist sie uns, was traurig ist, weil sie gerne in ihrer Heimat natürlich wäre, aber sie ist uns näher, was mich jedenfalls freut, dass sie da ist. Vor allem, dass sie heil und gesund ist. Sie ist eine beharrliche Kämpferin für die Freiheit und sie spricht jetzt zu uns, wie ich hoffe. Svetlana Alexejewitsch, dobra, paschala vas v Berlinje. Ist sie denn mit uns verbunden? Svetlana, где ты? А, я, сейчас я вижу. Привет! Привет, да. Guten Tag. Я думаю, что многие из нас, очень многие помнят и видели эти кадры, когда русские танки входят в украинское село, и люди, старики, женщины, дети бросаются на них с голыми руками. И видя свою беспомощность, они становятся на колени перед этими танками. Ich grüße alle. Ich denke, dass alle von uns noch diese Bilder im Kopf haben und sich daran erinnern, wie russische Panzer einfahren in ukrainische Dörfer und alte Menschen, Kinder, Frauen sich vor diese Panzer stellen und die Hilflosigkeit spüren und auf die Knie gehen vor diesen Panzern. Und jetzt diese Kadre настолько в моем сердце, что они присутствуют во всей моей жизни. Что бы я ни делала, о чем бы я ни думала, я вижу величие украинского народа. Und diese Bilder sind jetzt in meinem Herzen und in mein Leben getreten. Egal, was ich tue und woran ich gerade denke, ich sehe die Größe des ukrainischen Volks. У меня два дома. Мой отец белорус, а мать украинка. И я с самого детства росла на Украине. Ich habe zwei Heimatorte, zwei Zuhause. Mein Vater ist Belarusse, meine Mutter ist Ukrainerin. Ich bin in der Ukraine aufgewachsen. Моя бабушка, украинская, моя любимая бабушка, читала нам на ночь детям Тараса Шевченко. А когда Извините. Meine ukrainische Großmutter, meine geliebte ukrainische Großmutter hat uns vor dem Einschlafen Taras Schewtschenko gelesen. И всё, что она смогла мне оставить перед смертью, это старенький том. Даже томик Тараса Шевченко. Und das Einzige, was sie mir da lassen konnte, was sie mir vermacht hat, ist ein alter Band gewesen von Taras Schewtschenko. И всю историю я узнала из бабушкиных уст. Например, от нее я узнала о Голодоморе. Und die ganze Geschichte habe ich erfahren, aus dem Mund erzählt von meiner Großmutter. Zum Beispiel die Geschichte des Holodomor. Я помню, как мы шли мимо одного дома, который все люди в деревне обходили. Бабушка говорила: «Тише, дети,
И только потом, когда я выросла, я узнала, что там живет женщина, которая во время Голодомора, страшного голода, съела своих детей. Und ich weiß noch, wie wir immer an einem Haus vorbeigingen und meine Oma uns sagte, leise Kinder, still. Und erst als ich aufgewachsen bin, als ich groß war, habe ich erfahren, dass in diesem Haus eine Frau wohnte, die während dieser großen Hungersnot, während des Holodomor, ihre Kinder gegessen hatte. Первый раз Украину хотел убить Сталин. Он убивал ее голодомором. Das erste Mal wollte Stalin die Ukraine ermorden. Hat sie durch den Holodomor ermorden wollen. Сегодня ее хочет убить Путин. Он буквально с физиологической ненавистью говорит о молодых политиках Украины, о людях Украины, о городах Украины. Только ненавидя Украину, можно так уничтожать город Харьков. Heute will Putin die Ukraine ermorden. Mit einem viszeralen Hass spricht von den jungen Menschen der Ukraine, von den Politikern und Politikerinnen der Ukraine, den Städten. Nur mit so einem großen Hass kann man eine Stadt wie Kharkiv derart zerstören. Сегодня я тоже, как всегда, встала в 3 часа, легла спать в 3 часа ночи, потому что я смотрела и не могла оторваться на те картины страшные, когда русские артиллерии, русские танки сели на земле украинской, которая ждет весну, ждет тепла. Они сели снаряды и гильзы от патронов. Und auch heute bin ich erst um 3 Uhr nachts ins Bett gegangen, weil ich mich nicht losreißen kann von diesen schrecklichen Bildern, wie russische Artillerie, wie russische Panzer diese Erde besetzen, einmarschieren auf die ukrainische und auf ukrainischen Boden, der auf den Frühling wartet, der auf die Wärme wartet und nicht auf diese Zerstörung und die Patronenhülsen. Мы оказались в совершенно новом мире, очень тесном мире. Наконец мы поняли, что Украина защищает не только себя, она защищает Европу, она защищает мир. Wir sind heute in einer völlig neuen Welt. Wir finden uns in einer völlig neuen Welt wieder, in der wir endlich begriffen haben, dass die Ukraine heute nicht nur sich selber schützt und wehren muss. Sie schützt ganz Europa, sie schützt die ganze Welt. Такое чувство, как сейчас, такое чувство такой опасности, я испытала только, когда писала и ездила по книгу по Чернобыльской зоне. Das Gefühl, das ich heute habe, dieses Gefühl der Bedrohung und der Gefahr, hatte ich in meinem Leben nur, als ich Material für mein Buch über Tschernobyl gesammelt habe und in der Tschernobyl-Region recherchiert habe. Вот тогда у меня было такое же ощущение, как сегодня, когда было ясно, что уже невозможно защититься, спрятаться в одиночку, найти какое-то место в мире, где ты будешь защищен. Damals hatte ich genau dasselbe Gefühl wie heute, dieses Gefühl der Schutzlosigkeit, dieses Gefühl, dass es unmöglich ist, sich irgendwo zu verstecken, irgendwo sicher zu sein vor dieser Bedrohung. Und сегодня так важна ответственность, которую должен чувствовать каждый из нас. Где бы он ни жил. Und heute ist es sehr wichtig, dass dieses Gefühl der Verantwortung jeder und jede von uns empfinden muss, jeder und jede annehmen muss, egal wo sie oder er wohnt. Только вместе мы можем защитить
свободный мир. Nur gemeinsam können wir die freie Welt schützen. Мы эту борьбу мы начали полтора года назад у себя в Беларуси. Diesen Kampf haben wir vor eineinhalb Jahren in Belarus begonnen. Мы не могли представить всю бездну, всю страшность, которая была в голове у Путина, в голове, какая архитектура будущего мира у него в голове. Aber wir haben uns damals diesen Abgrund, dieses Grauen nicht vorstellen können, der das im Kopf von Putin ist. Diese Architektur der Welt, die seiner Vorstellung entspricht. Когда опять можно сказать, что мы видим зарождение русского фашизма? Heute können wir sagen, wir sehen die Geburt eines russischen Faschismus. Русского извращенного мессианства. Eines pervertierten Missioniertums. И мы всегда знаем, какие бы разговоры ни заходили о Великой Сербии или о Великой России, они всегда кончаются великой кровью. Und wir wissen mit Gewissheit, egal wie gesprochen wird, vom großen Serbien oder vom großen Russland, diese Gespräche und diese Entwicklungen enden mit großem Blutvergießen. Сейчас я вместе с вами слушала вольный хор, мой любимый хор от этих последних полтора лет. Wir haben gerade gemeinsam und ich habe mit Ihnen auch meinen Lieblingschor gehört, den Chor, den ich seit eineinhalb Jahren über alles liebe. И в этой печали и в то же время торжества некого победного духа можем мы услышать, как нам тяжело сегодня знать, что ракеты летят на Украину в белорусской территории. Und in dieser Trauer, in diesem Gefühl des Triumphs auch über unseren Sieg können wir trotzdem sehen, wie schwer und können wir hören und spüren, wie schwer es ist, sich bewusst darüber zu sein, dass die Raketen, die gerade auf die Ukraine fliegen, vom belarussischen Territorium kommen. Дорогие наши украинские братья и сестры, знайте, что это не белорусы стреляют в вас. Это идеи, путинские идеи стреляют в вас. Liebe ukrainische Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass es nicht wir sind, die auf euch schießen, nicht die Belarusinnen. Das sind Putins Ideen, das ist Putin, der auf euch schießt. Белорусы не хотят убивать своих братьев и сестер. Die Belarussen wollen ihre Brüder und Schwestern nicht töten. Везде, на каждом народе и в белорусах тоже есть люди, и их большинство, которые на стороне света, на стороне добра. Und in jeder Bevölkerung, in jedem Volk, auch bei den Belarussen, ist die Mehrheit auf der Seite des Lichts, auf der Seite des Guten. Я недавно разговаривала с немецким таксистом, и он был немец по национальности, и он говорил мне, что он за Путина, и Хохлов надо наказать. Ich habe vor kurzem mit einem deutschen Taxifahrer gesprochen und er hat mir gesagt, dass er für Putin sei und dass man die Ukrainer bestrafen solle. За что их наказать? За достоинство, за свободу духа? Wofür soll man sie bestrafen? Für ihre Würde? Für ihren freien Willen? Нас много здесь. Люди света, я прошу вас, нам надо объединяться. Только вместе мы победим. Wir sind viele Menschen des Lichts.
die auf der Seite des Lichts sind. Ich bitte Sie, wir müssen uns vereinigen. Gemeinsam, nur gemeinsam können wir siegen. Живи Білорусь, живи Україна, живи свободний мир. Es lebe Belarus, es lebe die Ukraine, es lebe die freie Welt. Спасибо, спасибо вам всем. Будем вместе. An Sie alle. Светлана Алексеевич, спасибо вам большое, что вы говорили у нас здесь. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Und ich möchte Ihnen jetzt die Frau vorstellen, die eben gedolmetscht hat, Irina Bondas, bitte nicht weglaufen. Vielen Dank zunächst mal. Vielen Dank Ihnen. Irina Bondas ist in Kiew geboren, aber schon als Kind nach Deutschland gekommen. Sie ist Dolmetscherin von Beruf. Sie schreibt auch vor allen Dingen Lyrik. Und sie ist unsere nächste Rednerin. Vielen Dank. 2019 bei meinem letzten Besuch meiner Familie in Moskau hat mir mein Onkel diese Anstecker mitgegeben. Sie können sie nicht sehen, aber er hat sie bei den Protesten seit 2011, 2012 angehabt und immer mitgenommen. Und schon damals hat es sich für mich angefühlt wie ein Vermächtnis. Wir haben es lange gewusst und wir haben es nicht verhindern können. Und wir wissen jetzt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Diese absolute Katastrophe trifft jede und jeden von uns auch als persönliche Tragödie. Es ist klar, Business as usual darf und kann es nie wieder geben. Aber die einfache und uninformierte Lösung, von der ich in den letzten Tagen höre, willkürliche Ausschlüsse und Boykotte russischer Kulturschaffende und Akademikerinnen, spielen nicht nur diesem kannibalischen KGB-geführten Regime in die Hände. Sie verhindern das Verständnis über dieses erpresserische Regime, über die Gesellschaften, die der Krieg trifft und darüber, was für uns überall auf dem Spiel steht. Mehr noch, dieser bequeme Universalitätsanspruch lenkt von den eigentlich Betroffenen ab und ist selbst ein Mechanismus von Propaganda. Auf der richtigen Seite der Geschichte steht man nicht, indem man andere auf die falsche stellt. Nicht erst seit der Pandemie tobt in Deutschland ein aus Russland befeuerter Informationskrieg und es liegt jetzt an jeder und jedem von uns, ihm eine fakten- und menschenrechtsbasierte Alternative entgegenzusetzen, privat wie öffentlich. Es liegt an uns, Klartext zu sprechen und die richtigen Prioritäten zu setzen im Sinne derer, die uns gerade brauchen. Und wir brauchen einander. Entgegen der Behauptung, die ich bereits vielerorts lese, richtet sich diese Vernichtung nicht lediglich gegen, Zitat, weiße und christliche Menschen. Er richtet sich gegen alle, alle marginalisierten, alle wehrlosen Kinder und Frauen, alle selbstbestimmten Lebensformen, alles Menschliche. Hierzulande wird gerne von wehrhafter Demokratie gesprochen und wie das geht, können wir derzeit aus den Texten zahlloser ukrainischer Kulturschaffender und Aktivistinnen lernen. Hören wir ihnen zu. Und wie froh und hoffnungsvoll mich auch die überwältigende Solidarität mit den Flüchtlingen stimmt, so sehr zerreißt es mich gleichzeitig von den vielen Menschen aus der Ukraine zu lesen, die nicht vorhaben, wegzufahren und nicht vorhaben, sich zu ergeben. Wir dürfen sie nicht verraten. Und jetzt würde ich gerne diese Möglichkeit nutzen und einen Ausschnitt aus einem Text lesen eines befreundeten Theatermachers aus Kiew, Dima Levitsky. Er hat ihn letzten Freitag geschrieben und ich lese ihn in englischer Übersetzung von Helena Kiernan.
I believe that what's happening in Ukraine is happening to the whole world. It's not just a Ukrainian crisis. The world is falling apart, and it just so happens that the rip in the seam is here. In Ukraine, we are looking into this hole and screaming to everyone, hey, look, it's hell, are you listening? It's going to destroy everyone, because this rip will get bigger and engulf the entire shirt. Today, in the Ukrainian city of Chernihiv, Russian warplanes bombed civilian districts. The number of the victims stands at 47 people. Thousands of people died in this war today. It's just that this is such an exact figure. 47 people who were living in their houses in the city of Chernihiv. They were murdered. Ever since February 24th, I haven't been able to listen to music. I can't watch films. I can't talk about anything except the hole that I've seen these past days. I've been wearing the same jumper and the same trousers for 8 days straight. I'm not planning more than 2 days in advance, and I can't make any plans. Right now, today, people that I love are in mortal danger. Tomorrow, as soon as tomorrow, that could be me. The day after tomorrow, that could be you. What can we do? Stop the war today. Force the Russian army to leave Ukrainian territory. I demand it in the memory of those who died in Chernihiv today, but also for the sake of our lives on this earth. Demand that your politicians and leaders stop the war. 200,000 people on the streets of Berlin is all well and good, but all of us in the whole world have to go onto the streets. Otherwise, the whole world will see what we are seeing now in Ukraine, and not on a screen. War doesn't stop by itself. It needs to be stopped. Vielen Dank. Vielen Dank, Irina Bondas, für Ihre Worte und auch für die Ihres Kollegen. Juri Andruchowitsch, ich habe vorhin schon gesagt, Gesine, wir haben es gemeinsam gesagt, Ukraine hören, die Autorinnen und Autoren hören, die Kunst hören, die Literatur hören. Juri Andruchowitsch ist eine der tragenden Stimmen der modernen ukrainischen Literatur. Neben seinem eigenen lyrischen Werk und seinen Romanen hat er aber zum Beispiel auch Rainer Maria Rilke übertragen ins Ukrainische oder Boris Pasternak. Juri Andruchowitsch ist außerdem ein Mann, der bis hinauf zur Bundeskanzlerin, als sie noch im Amt war und es bei dieser Zeit war, für andere eingesetzt hat, zum Beispiel, wenn sie in russische Gefangenschaft geraten sind, bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Juri Andruchowitsch ist ein mutiger und er ist ein europäischer Schriftsteller, den ich jetzt erst recht als Europäer bei uns herzlich begrüße und ihn bitte, von, ich glaube, Ivano Frankisk aus der Westukraine zu uns zu sprechen. Haben wir schon Verbindung? Hallo, hallo, hallo. Ja, das können ist auf jeden Sie mich Fall hören? Ja. Ja. Juri Andruchowitsch. Bin ich auch sichtbar oder nur hörbar? Bis jetzt hörbar, sichtbar wäre noch toller, wenn ja. Die Kamera eingeschaltet wäre, Juri. Ja, bei mir ist sie eingeschaltet. Ja, hoffentlich. Ah, guten Tag, herzlich willkommen in Berlin. Dankeschön, Dankeschön. Meine lieben europäischen Freunde, ich kann Sie alle nur ab und zu sehen, aber ich sehe schon, Sie sind sehr zahlreich am Bebelplatz in Berlin. Sie haben einen sehr richtigen Ort für Ihre Kundgebung gefunden. Ich kenne gut diesen Platz
mit seinem tiefst beeindruckenden Denkmal. Das habe ich zum ersten Mal noch im Jahr 2000 erlebt. Habt also vielen herzlichen Dank, ihr alle, liebe Freunde, die diese Solidaritätsaktion organisiert haben. Ja, Europa hat sich für die Ukraine heutzutage endlich geöffnet. Jedenfalls an den Grenzen für Flüchtlinge. Zumindest das ist her. Aber die massenhaften blau-gelben Dekorationen genügen uns nicht mehr. Die totalen Stürme von Begeisterung und Empathie, das betäubende Klatschen im Stehen und die Demonstrationen wie diese, das ist alles rührend und wunderbar, aber es genügt nicht. Bei uns sterben Kinder, ihre Mütter, Väter, alte und junge Leute. Und sterben ist kein richtiges Wort hier. Sie werden ermordet. Die friedliche Bevölkerung unseres Landes befindet sich heute in der Höhle. Das ist schon heute am 11. Tag des Krieges. Das größte Kriegsverbrechen aller Zeiten oder zumindest eine der größten Kriegsverbrechen aller Zeiten. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde, jede Minute. Unser Land stirbt, seine Städte, Brücken, Gebäude, Flughäfen, Kulturdenkmäler. Vor ein paar Stunden ist eine schreckliche Nachricht aus der Stadt Vinnytsia angekommen. Dort wurde heute der Flughafen bombardiert und total zerstört. Das war ein ganz neuer Flughafen. Ganz neulich, vor einigen Monaten nur, total rekonstruiert, umgebaut. Und die Leute von Vinnytsia waren so glücklich, dass sie jetzt auch diese Visa-Freiheit benutzen dürfen, dass sie ganz frei nach Europa in die schönsten europäischen Orte fliegen dürfen und das alles genießen, wie normale Leute heutiger Welt, wie diese Welt so freundlich und gastfreundlich ist. Und sie konnten das ganz frei und normal genießen. Und es gibt diesen Flughafen auch nicht mehr. Jetzt ist viel mehr gefordert, als für uns zu beten und zu weinen. Nicht nur Güte und Gastfreundschaft, nicht nur Wärme und unterstützende Worte, sondern auch Furchtlosigkeit, furchtlose Tat. Gehen Sie bitte zu Ihren Behörden, zu Regierungsgebäuden. Verlangen Sie nach der Flugverbotszone im ukrainischen Himmel. Das ist eine der wichtigsten Sachen für heute. Flugverbotszone, No-Fly Zone im ukrainischen Himmel. Warten Sie bitte nicht, bis die Ukraine von russischen Bomben und Raketen total verwüstet wird. Wir sollen dem Putin die wichtigste Komponente seines Kriegsterror wegnehmen.
weg mit der Angst. Europa, fürchte dich nicht. Sei tapfer wie deine Söhne und Töchter, die Ukrainer. Werde groß und kämpfe. Reiß die Mauer endlich ein. Vielen Dank. Слава Україні! Ми переможемо! Слава Україні! Спасибо большое! Спасибо! Все доброго там! Alles Gute! Vielen Dank, Juri Andrychowitsch. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der Veranstalter bedanken, weil so eine Kundgebung natürlich nie möglich ist ohne finanzielle Unterstützung. Und das sind zwei Organisationen, die das hier möglich gemacht haben, neben vielen anderen freiwilligen Organisatoren. Das ist einmal die Fondation Jan Michalski und einmal das Zentrum Liberale Moderne. Bitte einen Applaus. Und wir machen weiter mit der nächsten Schalte. Wieder aus der Ukraine, wieder ein Juri Durkot aus Lviv. Er ist Übersetzer, Publizist, Essayist. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich, weil er auch in deutschen Medien regelmäßig auftritt. Er schreibt auch gerade bei der Zeitung bei der Welt ein Kriegstagebuch. Und er ist uns jetzt, wie gesagt, live zugeschaltet. Herr Durkot, bitteschön. Ich grüße Berlin. Können Sie mich alle hören? Wir hören Sie und wir sehen Sie auch. Herzlich willkommen. Ich glaube, heute schreiben viele Menschen ein Tagebuch. In Lemberg, in Kiew, in Berlin oder vielleicht in Charkiw. Wir sind alle unterschiedlich, stilistisch, emotional. Aber warum wir das alle machen, wir können nicht anders. Wir schreiben uns aus der Seele. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem geschriebenen Text und einer Online-Schalte. Vielleicht weniger stilistisch, aber vor allem emotional. Als Katharina Rabe mich gebeten hat, heute etwas zu sagen, habe ich lange gezögert. Aber nun bin ich da. Wenn es irgendwie hülfe, würde ich 2 oder 3 Minuten lang, die für jeden von uns eingeplant wurden, das Wort Flugverbotszone wiederholen. Auch Juri Andrychowitsch hat schon darüber gesprochen. Als Appell an alle Regierungen. Angriffe auf Wohnhäuser und Zivilisten gehören zu den schlimmsten Kriegsverbrechen. Sie werden weltweit geächtet. Für die russische Armee und den skrupellosen Diktator im Kreml sind sie nur ein taktisches Mittel, das sie nun regelmäßig einsetzen. Gestern wurde von der ukrainischen Flugabwehr ein russischer Kampfjet abgeschossen. Der Pilot, ein Major der Luftwaffe, konnte sich retten. Er wurde festgenommen. Er ist Angriffe auf Wohnviertel im nordukrainischen Tschernihiw geflogen. Für ihn waren es keine Wohnhäuser, in denen Menschen leben. Nur ein Ziel mit eingegebenen Koordinaten. Ein Schlechter, perfekt ausgebildet. Er hat schon in Syrien Zivilisten getötet. Auf einem Foto steht er stolz neben dem syrischen Diktator Assad.
Wie viele unschuldige Menschen müssen noch sterben? Warum hat man Angst, Menschenleben zu retten? Glaubt man wirklich, dass dadurch ein größerer Konflikt... Ach, schon wieder ein falsches Wort. Wir müssen viele Wörter neu erfinden. Selbst wenn man heute mit einem guten Tag begrüßt wird, klingt es seltsam. Also, glaubt man wirklich, dass man einen großen Krieg verhindern kann, wenn man Leben von unschuldigen Menschen opfert? Die Geschichte hat uns etwas anderes gelehrt. Tut alles, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Tut alles, was ihr tun könnt, was ihr tun müsst. Und wir tun das, was wir tun können und müssen. Wir kämpfen weiter, jeder mit seiner Waffe. Die Welt von gestern wird es nicht mehr geben. Wenn man jetzt alte Texte liest, wirken sie wie ein Nachruf. Aber wie die Welt von morgen aussehen wird, wer von uns überlebt, und ich meine nicht nur uns Ukrainer, sondern uns alle Europäer, alle Bürger dieser Welt, das hängt von uns allen ab. Dankeschön. Danke Ihnen, Juri Durkot, und alles Gute Ihnen. Ukraine hören, die Stimmen hören der Literatur, der Kunst. Es ist kalt hier, aber ich bin froh, dass ihr alle noch da seid. Lasst uns noch eine Weile zusammenbleiben. Andrzej Lubka, er gehört zur Garde der herausragenden, aus meiner Sicht, Dichter und Schriftsteller in der Ukraine. Er ist Teil der postsowjetischen Literatur. Er ist mutig. Er ist ein Schriftsteller, er ist politisch und er wird viel in der Ukraine gelesen. Und auch er, man muss es hier mal sagen, ein Held, der ist 2004 in Kiew schon auf dem Maidan gestanden und hat dort für die Zukunft und für europäische Zukunft seines Landes gekämpft. Er war 2006 bei den Wahlen in Belarus, hat einen demokratischen Kandidaten dort unterstützt, kam dafür 16 Tage in Haft. Der Kampf gegen die russische Okkupation, das ist auch der Kampf um seine, aber auch um unsere Zukunft und um die Zukunft der freien Kunst und Literatur in der Ukraine. Aus der westukrainischen Stadt Uskhorod hat er uns jetzt dieses Video geschickt. Bitte schön. My name is Andrzej Lubka. 1 week ago I was a Ukrainian writer, but now I'm only a target for Russian bombs. We knew about a possible Russian attack and a possible war, but no one thought that Putin was preparing hell for us, not a war. A week ago, none of us could believe that they would bomb cities, that there would be street fighting in the capital of our peaceful country. Maybe I am naive, but I thought that after World War II such a war in Europe was no longer possible, that we had learned at least one lesson. I was wrong. Because this is not an ordinary war. It is something much worse. A mass extermination of people is taking place in Ukraine today. In a war, two armies clash at the battlefield. Here, we are dealing with a crime. Russian troops are attacking peaceful Ukrainian towns in the most despicable way. They do not shy away from killing civilians and are trying to spread panic. This is terrorism. Against this background, even the Taliban appears to be a model of soldiers with morality and dignity. That is why I support President Zelensky with all my strengths and appeal to all people of goodwill in Europe. Recognize our right to future membership in the EU. Send us a sign of support. Later, after the war, we will agree on the conditions and procedures, but now we need only one thing.
the sign of support, the sign of hope. Because hope has become the most scarce thing today in Ukraine. It is hope that gives us strength and courage. Give us this hope. Show us that we are not alone. Thank you. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Uskhorod, von wo aus Angie Ljubka seine Stimme geschickt hat, liegt nahe an der slowakischen Grenze, ein paar Kilometer nur, bis man dort ist. Aber auch das ist keine Versicherung, dass die russische Armee dort nicht zuschlägt. Wir wünschen ihm alles, alles Gute. Und jetzt dürfen wir noch mal, Juri, dabei, Musiker, gib uns ein bisschen Musik, wir brauchen das jetzt. Mein Plan war, aus unserem Album, was wir mit Serhii Zhadan vor 4 Monaten in Kharkiv aufgenommen haben, ein paar Songs vorzuspielen und mitzusingen, auch mit Serhiis Stimme. Serhii kann heute nicht dabei sein, aber seine Stimme habe ich mitgebracht. Und dann dachte ich, als wir dieses Album in Kiew im November live spielten, haben wir festgestellt, dass diese 10 Songs, die waren zu kurz. Wir brauchten mehr Material und es gab eine Zugabe, die wir ganz spontan entwickelt haben, zu einem Instrumentalstück, was ich in meinem Rechner gefunden habe, ein Stück, was ich auf einem Sample aus alter jüdischen Platte basiert. Und Serhii hat dazu Gedichte vorgelesen. Es hat super gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich will schreien. Und ich möchte gerne, auch weil es heute so kalt ist und ihr sie seit länger als einer Stunde hier stehen, ich möchte gerne, dass wir jetzt zusammen schreien. Es gibt diesen einen Satz auf Russisch, der ukrainischste Satz dieses Krieges geworden ist. Иди нахуй! Ein Schiff der russischen Marine funkte die 13 Grenzschützer der Schlangeninsel und sagte, ergebt euch oder wir werden schießen. Und das war die Antwort. Russian Warship, go fuck yourself. Русский корабль, иди нахуй. Und wir spielen jetzt Frage-Antwort, wie bei Konzerten meiner Band Rotfront. Und ich möchte, also ich frage und ihr antwortet, ja? Wir versuchen es, es ist eine Weltpremiere. Seid ihr bereit? Okay. Русский корабль, иди нахуй, русский корабль. Русский корабль. Русский корабль. Flugverbotszone jetzt. Flugverbotszone jetzt. Русский корабль. Иди нахуй, русский корабль! Russian warship, go fuck yourself! Русский корабль! Русский корабль! Hier in der Nähe ist die russische Botschaft. Und da irgendwo ist auch der Putin in seinem Bunker. Ich möchte, dass die uns alle hören. Deswegen, Russki Karabel, иди нахуй, Russki Karabel, Russki Karabel, Russki Karabel, Flugverbotszone jetzt, Flugverbotszone jetzt, Flugverbotszone jetzt, Flugverbotszone jetzt.
свобод зона. Русский корабль. Иди нахуй, русский корабль. Иди нахуй, русский корабль. Иди нахуй, русский корабль. Иди нахуй, Russian warship. Go fuck yourself, Russian warship. Go fuck yourself. Flugverbotszone jetzt! Flugverbotszone jetzt! Flugverbotszone jetzt! Flugverbotszone jetzt! Flugverbotszone jetzt! Russki Karabel! Vielen Dank! Slava Ukraine! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Хуйло! Путін! Русский корабль! Vielen Dank. Danke, Juri Gurji. Ich hoffe, Ihnen ist ein bisschen wärmer geworden jetzt. Putin weiß genau, was er in Osteuropa will. Der Westen weiß dagegen nicht, was er mit Osteuropa anfangen soll. Und diese Konfusion, die ständige Uneinigkeit in Europa im Hinblick auf Osteuropa, hat Putin und Russland in die Hände gespielt und diesen Krieg ermöglicht. Das ist eine Analyse von Timothy Garton Ash. Er ist Professor für europäische Studien an der Universität Oxford und von dort müsste er uns jetzt zugeschaltet sein. Herr Garten-Esch, sind Sie da? Können Sie uns hören? Ich höre Sie. Sehen Sie mich? Wunderbar, und wir sehen Sie auch. Bitte schön, wir hören Ihnen zu. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Schaut auf Kiew, auf Kharkiv. Schaut auf Mariupol, Odessa und Lviv. Jede dieser Städte ist heute Berlin. Das heißt, der Ort, an dem die Freiheit verteidigt wird, an dem Svetlana Alexejewitsch hat es gerade gesagt, Europa verteidigt wird. Auch die Werte der Europäischen Union. Wir fragen uns natürlich alle, was können wir tun? Alles, was wir tun, einschließlich, ich sage es aus, mit Waffen, um den unserer Freiheit kämpfenden Ukrainerinnen und Ukrainer zu helfen. Das ist das moralisch Richtige, auch und gerade angesichts der deutschen Geschichte. Das sei heute, wenn auch virtuell, am Bebelplatz in Berlin gesagt. Aber ich möchte eine andere Sache euch ans Herz drucken. Andriy Lubka hat es gerade angesprochen. Und das sage ich jetzt natürlich nicht als Brite, sondern als leidenschaftlicher und lebenslänglicher Europäer. Es ist doch erstaunlich, der belagerte Präsident Zelensky, der Winston Churchill der Ukraine, erwähnt bei jedem Gespräch mit Führungspersönlichkeiten der Europäischen Union, ob Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen oder Charles Michel, einen Punkt. Macht uns klar und deutlich schon heute zum anerkannten Kandidaten für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Andriy hat es gerade angesprochen. Mitten im Krieg, stündlich unter Lebensgefahr, ist es ihm doch so wichtig, neben der No-Fly-Zone, dass er das immer erwähnt. Machen Sie bitte Druck auf die Bundesregierung und auf in allen anderen europäischen Hauptstädten, dass das tatsächlich am europäischen Gipfel nächste Woche in Versailles passiert, ohne Wenn und Aber, klipp und klar, akzeptiert Kandidat für die Mitgliedschaft der Europäischen Union. Das würde aus Versailles machen nicht mehr ein Synonym für den Straffriedensvertrag am Ende des Ersten Weltkrieges, sondern als Synonym für eine Hoffnungsperspektive, eine
europäische Perspektive für diese belagerte Demokratie nach dem Ende dieses Krieges. Machen Sie das bitte. Schließen will ich mit ein paar Zeilen der Solidarität und der Ermutigung an den für die Freiheit und für Europa kämpfenden Ukrainerinnen und Ukrainer. Das sind Zeilen, die den Freiheitsbewegungen in Ost- und Mitteleuropa begleiten seit mehr als 40 Jahren, seitdem die Polen in Solidarność die aufgegriffen haben. Das sind Zeilen von dem englischen Dichter Lord Byron. Ich sage sie zunächst englisch und dann in einer improvisierten ukrainischen Übersetzung. For freedom's battle once begun, bequeathed by bleeding sire to son, though baffled oft, is ever won. Und jetzt ukrainisch. Vojtva za svobodu, za povedane, za krvavljenim bratkom synovi, hoća často rozčarovujca, nareste bude vihrano. Slava Ukraini! Vielen Dank, Timothy Gartenesch. Vielen Dank nach Großbritannien. Ich darf jetzt Christian Tomuschat auf die Bühne bitten. Es ist schon mehrfach angeklungen heute während der Veranstaltung. Es sind Kriegsverbrechen, die dort geschehen in der Ukraine. Das Bombardieren von Zivilisten, von Wohnhäusern. Und man hört immer wieder schon in den sozialen Medien und auch direkt, Putin nach Den Haag ist eine Forderung, die gestellt wird. Dazu muss man Putin natürlich erstmal kriegen. Aber zur Frage des Kriegsverbrechertums und wie es möglich ist, ob es möglich ist, ihn tatsächlich dann vor ein internationales Gericht zu stellen, dazu haben wir einen fachkundigen Referenten hier, Christian Tomuschat, emeritierter Professor unter anderem für Völkerrecht an der Humboldt-Universität, hier gleich gegenüber. Er war unter anderem Mitglied in der UN-Völkerrechtskommission. Und Herr Tomuschat, bitte, Ihr Fachwissen ist gefragt. Liebe Freunde der Ukraine, die Tatsachen liegen klar auf der Hand. Die Russische Föderation hat ein grundlegendes Prinzip des Völkerrechts gebrochen, nämlich das Gewaltverbot. Das Gewaltverbot, das die Souveränität eines jeden Staates schützt. Und dieser Bruch ist umso gravierender, als ja die Russische Föderation darauf ausgeht, den selbstständigen Staat, den souveränen Staat Ukraine zu vernichten und das ukrainische Volk zu unterjochen. Das Gewaltverbot ist die Grundlage für eine friedliche Weltfriedensordnung. Und das ist schon in der Charta der Vereinten Nationen in sehr eindrucksvoller Form mehrfach gesagt, in der Präambel und vor allem in dem Artikel 2 Absatz 4, wo appelliert wird an die Würde und den Wert der menschlichen Person, der durch das Fernhalten von Krieg gesichert werden soll. Russland hat sich von diesen Grundwerten entfernt und hat seine Stellung als ständige Macht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der doch dazu eingesetzt worden ist, Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, missbraucht, ja mit Füßen getreten. Und das bedeutet, dass Russland eine Aggression begangen hat, die nach dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ein völkerrechtliches Verbrechen ist, das leider bisher nicht verfolgt werden kann, weil die notwendigen prozessualen Voraussetzungen noch nicht geschaffen worden sind. Aber das Verbrechen der Aggression ist definiert in diesem Katalog der Verbrechen im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Ahndung der Verbrechen, die auch sonst begangen worden sind, nämlich die Kriegsverbrechen, die täglich offenbar von russischen Truppen auf dem Gebiet der Ukraine begangen werden, ist dringlich.
und diese Verbrechen, die dort begangen werden, nämlich die Bombardierung der Zivilbevölkerung und die Zerstörung von Infrastruktureinrichtungen, ja, Angriff auf ein Atomwerk, alles dieses ist strafbar und kann tatsächlich auch von den Gerichten eines jeden Staates verfolgt werden. Solche Kriegsverbrechen sind Verbrechen, für die das Weltrechtsprinzip gilt, nachdem jedes Gericht in jedem Staat auch eingreifen kann und versuchen kann, der Schuldigen habhaft zu werden, sie vor Gericht zu stellen und zu verurteilen. Und das hört nicht auf, wenn der Krieg zu Ende gekommen ist und die schuldigen Soldaten können sich nicht so einfach hinter den Mauern ihres Kollektivgefängnisses Russland zurückziehen. Ich selbst habe als Kind vor vielen Jahren im Keller erlebt, wie um mich herum in nächster Nähe Bomben fielen. Ich vermag daher das Leid der Opfer aus eigener Erfahrung mitzuempfinden und hoffe am heutigen Tage, dass die Aggression sehr schnell ein Ende findet und nicht mit einem Mord an dem ukrainischen Präsidenten ihren grausigen Tiefpunkt erfährt. Es ist ja kein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern der Krieg einer kleinen, machtgierigen Clique, die sich des persönlichen Vorteils wegen und verführt von einer das moralische Gewissen zerstörenden Propaganda um den Diktator und Machtherrscher Wladimir Putin geschert hat. Es lebe die freie Ukraine! Ja, wunderbar, danke. Also, ganz herzlichen Dank, klare Worte, da müssen Taten folgen. Dieser Mann muss nach Den Haag. Möglichst schnell. Es geht um Solidarität, es geht um internationale Solidarität. Eine Solidarität, die in Teilen sogar weltweit schon stattfindet mit der Ukraine. Solidarität, aber auch der Kultur, der Schriftstellerinnen und der Schriftsteller. Mario Vargas Llosa ist einer der die großen Stimmen der lateinamerikanischen Literatur. Für sein Schaffen, Sie wissen es, erhielt er 2010 den Nobelpreis für Literatur. Er zeichnet, so hieß es in der Begründung für den Nobelpreis für ihn, mit seinen Romanen und Erzählungen eine genaue Analyse der Machtstrukturen und erzeichne messerscharfe Bilder. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Vargas Llosa ist nicht nur eine große Stimme der Literatur, er ist auch eine starke Stimme für Freiheit und Menschlichkeit. Zu dem schrecklichen Geschehen und dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine schickt er uns die folgende Stellungnahme aus Spanien. Auch gut. The invasion of Ukraine by Russia is intolerable, an abuse, imperialistic, and we must protest and we must reject it. It is not tolerable that a country impose to other country based on its force, on its military potential to invade a country to impose certain limits. We must protest and reject because we are menace everybody if this
succeed. Long life to Ukraine, and it is admirable the resistance of the people of Ukraine against the Russian army. Ja, die Stimme von Mario Vargas Llosa. Den Krieg gegen die Ukraine Krieg zu nennen, das ist seit vorgestern in Russland strafbar. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Es hat heute trotzdem Proteste in Moskau gegeben und in anderen Städten und es hat zahlreiche Festnahmen und Verhaftungen gegeben. Das ist eine Zensur, die in diesem Ausmaß zuletzt in der Sowjetunion geherrscht hat. Und wenn wir lange überlegt haben, in den letzten Jahren, in welchem Maße vielleicht Russland von einer autoritären Regierungsform in Diktatur übergeht, dann erinnert das, was jetzt passiert, doch schon stark an Totalitarismus. Viele Menschen verlassen Russland, werden rausgedrängt. Und einer, der selbst Erfahrungen mit Zensur hat und sich ihr widersetzt hat, das ist der Liedermacher Wolf Biermann. Er wurde vor 46 Jahren aus der DDR ausgebürgert. Er hat sich immer wieder gegen Unterdrückung und gegen Krieg ausgesprochen. Er hat aber zum Beispiel das Eingreifen der NATO im Kosovo-Krieg und den Irak-Krieg der USA und ihrer Verbündeten befürwortet. Im Spiegel hat er die Kriegsgegner als Nationalpazifisten verspottet, die Frieden irgendwie geiler finden als Krieg. Wie also umgehen mit dieser Form von KGB-Diktatur, die wir jetzt in Russland haben und die Krieg nach Europa bringt? Ich freue mich, dass wir jetzt mit Wolf Biermann verbunden sind und gebe Ihnen das Wort. Ich hoffe, wir sehen Sie. Ah, es ist, ich korrigiere mich. Wladimir Putin sagt die Wahrheit. Die Ukraine ist voll mit Faschisten. Denn echte Faschisten, das sind dort seine russischen Okkupationsarmeen. Putin eifert seinem Kollegen Adolf Hitler nach, diesem kleinen Penner und Postkartenmaler in Wien. Der kleine KGB-Offizier aus Dresden droht nun in seinem großrussischen Machtwahn den Demokratien in Europa mit einem Atomkrieg. Das ist keine leere Drohung. Ich glaube ihm das, denn dieser Lügner sagt abermals leider die Wahrheit. Wenn wir mitten im Krieg unsere Stimme erheben, wenn wir nun Geld spenden, auch wenn wir endlich Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern, wenn wir tapfer Hunderttausende Flüchtlinge bei uns aufnehmen, dann verteidigen wir uns damit ja auch selber. Das ist mehr als nur humanitäres Engagement für ein anderes Volk. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Jetzt geht es auch um unser eigenes Leben. Unser eigener Tod steht auf dem Spiel. Meine Frau Pamela sagte, Wolf, wir dürfen nicht nur klagen und anklagen. Du musst bitte deutlich singen und sagen, die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Ich antwortete ihr, da hast du recht, die Ukraine wird gewinnen. Denn alle Diktatoren der Weltgeschichte sind ja bisher gescheitert. Fragt sich nur wann und fragt sich, wie viele unschuldige Menschen solch eine Diktatur beim Sturz in den Abgrund mit ins Verderben reißt. Vielleicht sterben nur 100 Millionen Menschen wie in den Hitler- und Stalin-Kriegen. Aber jetzt, im Zeitalter der modernsten Atombomben, könnte der Krieg 1 Milliarde Menschenleben kosten. Dabei engagieren wir uns nicht nur für die Ukrainer, sondern für uns selber.
Wenn wir jetzt in ganz Europa gegen Putins Krieg kämpfen, dann ist das viel mehr als nur Engagement für die Ukraine. Wir kämpfen zugleich um unser eigenes Überleben. Der Zusammenbruch des Ostblocks war so unfassbar friedlich, so unblutig. Ein seltenes Billigangebot der Weltgeschichte. Jetzt, 30 Jahre später, kommt die Rechnung hinterher. Es wird teuer, es wird blutig. Und die Völker Europas müssen zahlen mit Geld, mit Blut und Tränen und Schweiß. Wir müssen uns jetzt tapfer und klug verteidigen. Wäre doch schade um uns alle auf diesem wunderbaren, kleinen, blauen Planeten. Wolf Biermann, es ist einfach immer schön, ihn zu hören und zu sehen. So, aber jetzt haben wir Juri und Juri, mach uns warm, es ist kalt, wir bleiben zusammen, klar? Juri, dabei. Es sind die Sonnenklarinetten, die Sonnenklarinetten, Sonnenschnee Klarinette. Der Text ist von Pavlo Tichina, einem der größten Klassiker der ukrainischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Und mit dabei ist Serhii Zhadan, seine Stimme hören wir, auch ein Kinderchor aus Kharkiv von 5 Kids. Ich hoffe, die sind gerade in Sicherheit. Foxtrotte, Serhii Zhadan. Корабль. Сонячні кларнети.
хліба, не холоду, лиш сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух, безсмертні всі планети. Я був не я, лиш мрія сон, навколо дзвоні звуки. І пітьми творчої хідони, благовісні руки. Сонячні кларнети, сонячні кларнети. Дякую. Уф. Слава Україні! Слава Україні! Vielen Dank, Juri, das hat gut getan. Ich darf jetzt als nächstes Katja Petrovskaya auf die Bühne bitten. Sie kennen sie sicherlich, sie ist bekannt geworden mit ihrem Roman Vielleicht Esther, in der sie dem Mord an den ukrainischen Juden in Kiew durch die Nazis nachgeht. Ihre 86-jährige Mutter ist in Kiew und sie hat einen aufrüttelnden Aufruf verfasst. Sie können das auf YouTube anschauen. Das ist ein Video, da steht sie. Sie selber ist Geschichtslehrerin und richtet sich an die Geschichtslehrerinnen in Russland und sagt, ihr müsst die Leute aufklären, das ist doch unser Beruf. Und sie wendet sich außerdem an die Mütter in Russland und sagt ihnen, lasst eure Söhne nicht in diesen Krieg, retten Sie die Ukraine und retten Sie die Welt. Wir brauchen Sie. Katja Petrovskaya. Sie sollen aber noch ein Mikrofon in die Mitte bekommen. Es ist sehr merkwürdig, Freunde, hier zu stehen, weil mir wirklich Worte fehlen. Man möchte nur weinen, eigentlich ohne Ende. Und ich habe etwas aufgeschrieben, was ich jetzt lesen werde, weil ich kaum sprechen kann. Und meine Tochter wird mich unterstützen. Wir befinden uns in einer Situation, die man sich in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen kann, dass Russland das freie Land Ukraine angreift. Ich meine, das konnte kein normaler Mensch sich vorstellen. Es gibt jetzt keine Normalität nach dieser Tat. Und das ist wirklich die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Wie können wir diesen Krieg anhalten? Wie? Und wie können wir weitere Opfer verhindern? Und klar, wir müssen uns verteidigen mit den Waffen. Wir müssen auf jeden Fall uns weiter verteidigen. Aber und das ist vielleicht eine ganz die wichtigste Antwort, dass wir weiterkämpfen sollen mit allen möglichen Mitteln, so wie wir können, auch wir einfache Menschen. Und nein, bitte, bitte. Wir sind alle hier auch in einer komischen Situation, dass solche Leute wie wir wirklich auch NATO bieten sollen, Himmel über die Ukraine zu schließen, wie solche Menschen, die einfach mit einfachen Dingen sich beschäftigen. Aber ich glaube, es wird nicht anders gehen. Mir wird von allen Seiten gesagt, dass wenn NATO irgendwie Ukraine helfen wird, dann wird Putin auf den Atomknopf greifen. Ich verstehe diese Logik eigentlich nicht, weil Putin Ukraine wegen vermutlicher angeblicher Bedrohung von ukrainischer Seite angegriffen hat. Es bedeutet, er kann absolut alles machen, was er nun möchte. Er braucht keine Wahrheit, er braucht keine wahren Taten von unserer Seite. Also, und wir befinden uns bereits in einer Spirale. Aber was hier wichtig ist, was wir machen können, dass wir nicht aufhören zu arbeiten an diesem Frieden. Und das ist erst der Anfang. Und wir brauchen Kraft und Zusammenhalt, wir brauchen Mut und Ausdauer. Und sonst weiß ich nicht, was man sonst machen kann. Nur das kann uns helfen. Und was mich immer wieder erstaunt, wie die Leute in der Ukraine kämpfen, vielleicht wurden viele Worte darüber gesagt. Aber ich rufe ständig nach Kiew an und ich frage meine Freunde und sie sind so fröhlich, sie verstecken von uns alle Sorgen und sie
leben einfach weiter so, wie sie können. Und das sind so viele Menschen da. Und ich kenne wirklich viele Menschen, die auf keinen Fall aus Kiew fahren möchten, weil sie verstehen nicht, warum sie weg sein sollen. Sie verstehen überhaupt das nicht. Und vielleicht, wir müssen einfach weiter arbeiten. Ich wünsche uns allen vielen Kraft. Und es ist wirklich erst der Anfang und wir müssen weiter kämpfen. Und eigentlich, ich bin sicher, dass wir gewinnen. Das ist die Frage, welcher Preis? Es ist die Frage, wann. Aber anders kann es einfach nicht sein. Und das ist nicht die Frage des Glaubens. Es ist einfach unsere Aufgabe. Alles gut. Vielen Dank, Katja Petrovskaya, dass Sie hier gesprochen haben. Wir gehen jetzt nach Kiew oder Kyiv. Zhenia Belarusets, sie ist eine Fotografin, Künstlerin, Schriftstellerin. Sie lebt seit vielen Jahren in Berlin und Kiew. Und der Zufall wollte es, dass sie Ende des Jahres nach Kiew ging, um dort für einen Roman zu recherchieren. Und so ist sie jetzt immer noch da. Zhenia Belarusets befasst sich in ihren Werken mit der Ostukraine und mit dem Krieg natürlich dort, der ja seit 2014 schon herrscht. Und Zhenia, ich möchte Sie als erstes fragen, vielleicht schildern Sie uns, wie die Situation jetzt in Kiew ist. Danke sehr. Danke für diese Einladung und danke für die Kundgebung. Als ich die Musik von Juri hörte, wollte ich schon fast tanzen hier. Und ich erinnerte mich daran, dass ich heute einen unglaublich guten Kaffee in Kiew getrunken habe. Neben meinem Haus gibt es einen ausgesuchten Kaffeeort und ich konnte mir keinesfalls vorstellen, dass so ein Ort in dieser Situation überhaupt geöffnet sein kann. Alle Cafés, Restaurants, alle Apotheken, Läden, alles ist geschlossen in Kiew schon längst. Und ich sah irgendwas Lebendiges hinter dem Glas. Ich ging rein und es erwies sich, die Besitzer dieses Kaffeehauses machen gratis Kaffee für alle. Sie bedienen Menschen in dieser Zeit des Tages, wo es noch Licht gibt, und einfach verteilen Kaffee. Und das ist einer der besten Cafés in Kiew. Und ja, wir haben uns ein wenig unterhalten über die Entscheidung, hier zu bleiben. Und ich habe ein Gefühl bekommen, dass diese Entscheidung sehr nüchtern getroffen war und aus einer sehr tiefen Sicherheit und einem Gefühl ausging, Recht zu haben und etwas wirklich Gutes hier vor Ort tun zu können, in diesem Moment. Ich bin sehr dankbar für diese kleinen Momente des Genusses in diesem Alltag, weil Hintergrundgeräusch in Kiew ist eine Explosion. Die passiert jede halbe Stunde. Ich möchte auch diese Möglichkeit jetzt benutzen, um etwas noch zu sagen über diesen Krieg. Ich weiß nicht, ob dieser Aspekt schon besprochen wurde hier in dieser Kundgebung. Mein Morgen hat damit begonnen, dass ich las, dass ein kleines Kind, das 18 Monate alt war, in Mariupol ermordet wurde. Und ich sah ein Bild, der Vater trägt ein verblutetes Baby, ein verblutetes Kind in einer Decke eingewickelt. Er läuft durch ein Krankenhaus und schreit. Man sah das auf dem Bild und hinter ihm läuft die Mutter. Und dieses Gesicht dieser Mutter, das habe ich immer noch vor meinen Augen. Dabei, ich schreibe die ganze Zeit über Mariupol und denke über Mariupol. Es ist eine besondere Stadt im Osten der Ukraine und sie, wie sehr viele andere Städte, ist in heutigen Situation in einer unmenschlichen Lage. Infrastruktur ist zerstört, kein Licht.
keine Elektrizität. Es ist auch schwer, an Wasser zu greifen, ständige Beschüsse. Und wenn ein Mensch geht raus aus seinem Schutz, um Wasser zum Beispiel für seine Familie zu kriegen oder zu holen oder etwas essen, er wird zerstört von irgendwelchen einfach unglaublichen, unmenschlichen Beschüssen. Und man liest diese Nachrichten, man versucht, die Menschen da zu erreichen, aber sie antworten nicht auf die Anrufe. Und in so einem Zustand, Anruf ohne Antwort, leben sehr viele hier in der Ukraine und sehr viele im Ausland, die Verwandte, Freunde an diesen Orten haben. Dann wollte ich sagen, ja, es ist ein Aspekt dieses Krieges, diese Opfer. Ein anderer Aspekt dieses Krieges, andere Opfer. Ich sehe Gesichter von gefangenen Soldaten, russischen Soldaten. Und ich sehe, was, ich höre, was sie sagen. Ich sehe Videos. Und ich sehe, wie verloren, wie unglücklich, wie ausgenutzt in diesem Krieg sie sind. Dann, ich lese auch, dass russische Soldaten sehr oft ohne Dokumente aufgefunden sind, weil russische Regierung will, dass ihre Namen der Gestorbenen einfach nicht bekannt wurden, dass niemand kennt die wahre Zahl, wie viele Menschen in diesem Krieg umgegangen sind, besonders von russischer Seite. Es bedeutet, es sind Menschen, die zum Sterben ohne irgendwelche Schuld, wie auch ukrainische Zivilbevölkerung, wie auch ukrainische Soldaten, wie auch ukrainische Männer, alte Menschen und Kinder, einfach verurteilt sind. Sie sind mit uns verurteilt. Ja, es sind Aggressoren, es sind Eingreifer, es sind Verbrecher und wir schützen uns. Aber es ist auch ein Aspekt dieses Krieges und es ist auch ein Kriegsverbrechen. Und wir sollen darüber nicht vergessen. Noch ein wichtiger Moment ist die Angst. Klar, es gibt viele Gründe für die Angst. Ein Diktator sieht mächtig aus. Die ganze Welt hat beobachtet, wann er Aleppo vernichtet hat. Und diese Bilder von russischen Flugzeugen, die eine friedliche Stadt vernichten, sind vor Augen in der ganzen Welt. Und man hat Angst vor Putin. Aber man hat diese Angst nur, weil er damals, wenn er diese schrecklichen Verbrechen gemacht hat, nicht gestoppt wurde. Man muss keine Angst haben. Putin kann gestoppt werden. Um Europas Willen, um friedliche Menschen Willen, um russische Menschen Willen, er kann gestoppt werden. Er ist überhaupt nicht so gefährlich, wie man sagt. Ich bin hier vor Ort und sehe, dass seine Armee demotiviert, demoralisiert ist und eigentlich, dieser Krieg ist eine riesige Gewalt gegen sehr viele Menschen, auch gegen die Menschen von anderen Seiten, zum Beispiel gegen Belarus, Menschen aus Belarus, die praktisch gezwungen sind jetzt und versuchen sich zu wehren, um an diesem Krieg nicht teilzunehmen. In dem Kaffeehaus, wo ich heute war, ich sage nur etwas eines und dann beende ich, habe ich mit einer Frau gesprochen, die ganze Zeit mit ihren belarussischen Freunden spricht. Und ihr Plan von belarussischen jungen Männern ist jetzt, in Gefängnisse zu kommen, in belarussische Gefängnisse von Minsk, um nicht in dieses Krieg geschickt zu werden. Es geht darum, also die Menschen, die wirklich nicht gewöhnt sind, zu kämpfen auf den Straßen, Steine zu werfen, gehen jetzt in Gefängnisse, um nicht mobilisiert zu werden, um nicht in die Ukraine zu fahren und hier Menschen, schuldlose Kinder, Frauen zu ermorden. Wie viele verwundete Kinder? Habe vor 2 Tagen geschrieben, 840. Aber diese Zahl ist schon viel größer. Außerdem, es gibt Regionen, wo man nicht zählt. Man kann dort nicht zählen. Russland beschießt alles. Es gibt dort niemanden, der die Opfer zählt. Da sind riesige Verbrechen. Danke für alles und ich verabschiede mich und ich glaube, wir haben schon eigentlich gesiegt. Ich warte auf die Materialisierung dieses Sieges. Danke. Vielen Dank, Jewgenia Bielorusiec. Viele Grüße aus Berlin. Passen Sie auf sich auf. Und jetzt haben wir hier Gäste, ukrainische Aktivistinnen aus Berlin und ich möchte Ihnen gerne die Bühne überlassen. Yeah.
Ukraine. Stand with 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 Ukraine. Heute, wir, morgen, ihr. 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 Друзі, насправді це дуже сильне, і це те, що показує, що відбувається. І як ми бачимо, що зараз один диктатор намагається писати нашу історію. Він намагається переписати, що таке демократичні цінності. Він намагається зробити нашу історію, але ми цього не дамо. Наші герої обороняють зараз межі не лише України, але й Європи, і світу, і демократії у майбутньому. Hallo an alle, die heute gekommen sind. Wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo nur ein Mensch, ein Diktator, die Geschichte von Europa, von der Ukraine umschreiben will. Сьогодні бомбардували вже Вінницю. 8 ракетів спустили на Вінницю. Він рухається все ближче і ближче. І це потребує цієї солідарності, цієї об'єдності, яка зараз відбувається тут. Як ми всі різні, очевидно, але як ми всі об'єднуємось заради однієї цілі. І ми є цей спротив. Революція гідності в Україні показала, що одна капля в океані – це насправді цілий океан. І вона несе цю хвилю, хвилю змін. Heute wird der Stadt Vinnytsia bombardiert. Für die, die jetzt nicht wissen, wo Vinnytsia ist, das ist schon Westukraine, nicht mehr Ost. Das bedeutet, dass russische Okkupanten, dass Putin sich immer weiter und näher dran an Europa bewegt. Wenn wir sagen, heute wir, morgen ihr, wir sagen es nicht einfach so. Wir wissen schon seit 8 Jahren, was Putin machen kann und wie dangerous dieser Person ist. Wir sagen heute wir, morgen ihr, weil wir wissen, dass diese Gefahr jetzt gerade da ist. Und wir wissen, dass es wahr ist. Und wir wissen, dass Europa sich auch jetzt beschützen muss. Nicht nur die Ukraine. Unsere Soldaten, unsere Helden kämpfen jetzt für die Ukraine und für Europa. Und wir stehen hier heute da für die. Wir stehen hier für Europa, für Ukraine, weil diese Gefahr da ist. Und wir werden laut sein und wir müssen was verändern und wir können das machen. І коли ми кажемо закрити небо над Україною, ми не кажемо закрити небо тільки над Україною, ми кажемо закривайте небо перед всією Європою, захищайте всю Європу зараз. Und wenn wir sagen no fly zone over Ukraine. Die müssen das verstehen. Wir sagen no fly zone over Europe. Wir sagen es, weil wir wissen, dass wenn es No-Fly-Zone over Ukraine gibt, dann ist Europa safe, dann ist Ukraine safe.
Und wir wissen, dass wenn wir das sagen, es kann wirklich was verändern. Und wenn wir das sagen, wir verstehen, dass wir unser Land und Europa beschützen können. Weil no fly zone over Ukraine means no fly zone over Europe. No fly zone over Ukraine. 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 Sie müssen uns hören. No fly zone over Ukraine. 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 Save Ukraine. Protect Europe. Save Ukraine. Protect Europe. Save Ukraine. Protect Europe. Save Ukraine. Protect Europe. Save Ukraine, protect Europe, 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 save Ukraine, protect Europe. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Друзі, і ми зараз збираємося, і пишіть своїм друзям, пишіть своїм знайомим. До 7-ї години там ми будемо вимагати, ми будемо гучними. І до нас постійно приходять повідомлення від наших хлопців та дівчат з передових, і вони дякують, вони кажуть, що насправді це допомагає набагато сильніше, ніж будь-який інший захід, знати, що в тилу за тебе стоять, що тебе підтримують, що є ця сила, і разом ми стаємо цією величезною силою змін. Ми будемо hier bis zum 7 Uhr Abend sein. Deswegen ruft eure Freunde, eure Familienmitglieder. Wir müssen mehr sein. Wir müssen lauter sein. Menschen aus der Ukraine rufen uns, schreiben uns und sagen vielen Dank, dass ihr das macht. Weil unser Himmel kein Gefahr ist. Und wir stehen hier und wir können hier stehen ohne Gefahr und laut sein und für sie hier stehen. Und sie kämpfen jetzt und beschützen Ukraine und Europa allgemein. Deswegen müssen wir hier bleiben, deswegen müssen wir hier laut sein, weil unser Himmel kein Gefahr ist. Noch nicht. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, за кілька хвилин ми будемо переміщатися на іншу сцену, і ми будемо стояти до 7-ї години. У вас є ще час писати вашим друзям. Зараз наші колеги продовжать, і ми скоро з вами побачимось. In paar Minuten werden wir uns ein bisschen dahin bewegen und da bis 7 Uhr stehen. Deswegen bitte ruft eure Freunde an, eure Familienmitglieder. Die sollen kommen, die sollen mit uns stehen. Wir sollen alle zusammenbleiben. Slava Ukraini! Heroyam Slava! Slava Ukraini! Heroyam Slava! Slava Ukraini! Heroyam Slava! Ganz herzlichen Dank. Ich finde es außerordentlich bewegend, wie diese Frauen für ihre Heimat kämpfen. Wir müssen sie dabei unterstützen. Wir werden übrigens nachher eine Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky hören. Braucht noch ein kleines bisschen. Davor ist der Begriff Solidarität. Solidarität der Kultur,
das ist immer auch Solidarität des Lebens. Wir haben eben das Wort Licht gehört. Es geht genau darum. Und der Schriftsteller Navid Kamani stellt in das Zentrum seines literarischen und publizistischen Werkes die Humanität und auch das Ausmessen menschlichen Lebens, auch dann, wenn es unter Druck kommt, wenn es an seine Grenzen kommt. Es geht ihm um Toleranz, religiöse, aber auch politische und, wichtiges Stichwort, mitfühlende Humanität in der Gesellschaft als Ganzes. Navid Kamani unter anderem, das wissen Sie, hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommen, völlig zu Recht. Mich haben unter anderem auch immer beeindruckt seine Reportagen durch Europa, wo er in die umgekehrte Richtung der Flüchtlinge gegangen ist und uns alle auf diesem Weg mitgenommen hat. Das ist ein Schriftsteller mit Empathie. Das ist ein Schriftsteller, der mit den Menschen geht und sie mitnimmt und mit ihnen fühlt. Also ist er ein großartiger Schriftsteller in meinen Augen. Er ist in jedem Falle auch das Gegenteil dessen, was sich derzeit in der Ukraine abspielt oder im Kopf des Diktators Putin. Navid Kamani ist uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet und ich darf ihn sehr herzlich bitten, zu uns zu sprechen. Wenn wir schon die Verbindung haben. Hallo. Ja, ein Hallo, Hallo war schon mal da. Ja. Und ja. Wir sehen ihn. Schönen guten Tag. Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie zu uns, Herr Kamani. Ja, guten Tag. Also erstmal, ich spreche aus Köln. Aus Köln, ja. Liebe Freunde, ich möchte die kurze Redezeit nutzen, um auf einen einzigen Punkt hinzuweisen, der mir ein wenig zu wenig Beachtung zu finden scheint. Auch heute finanziert speziell Deutschland weiterhin Putins Kriegsmaschinerie, indem es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zu Milliardenbeträgen russisches Gas und russisches Öl kauft. Ausgerechnet jenes Druckmittel, das Putin tatsächlich treffen und die russische Aggression am effektivsten bremsen würde, wurde dank der diplomatischen Finessen Berlins von den Sanktionen ausgespart. Und warum? Weil unsere Versorgungssicherheit gefährdet wäre, wird uns gesagt. Liebe Freunde, das müssen wir uns klar machen. Wir zeigen uns solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Manche von uns rufen sogar Parolen mit. Aber wir sind nicht bereit, unsere Heizung etwas weniger weit aufzudrehen oder unsere Autos, wie während der Ölkrise, auch nur einmal pro Woche stehen zu lassen, während die Menschen in Kiew in den U-Bahn-Schächten frieren, während sie in Kharkiv unter Lebensgefahr gegen die russischen Besatzer demonstrieren, während sie in Mariupol seit 5, 6, 7 Tagen ohne Strom, ohne Wasser, ohne Elektrizität von der russischen Armee belagert und bombardiert werden. Versorgungssicherheit. Wie viel politisches Versagen liegt allein in diesem einen Umstand, dass Deutschland sich genau in den Jahren, in denen Putin ein Land nach dem anderen überfallen ließ, wieder alle Warnungen eine solche Abhängigkeit von Putin begeben hat. Und das war nicht nur Herr Schröder, das waren sämtliche Regierungen unter Angela Merkel, das war praktisch unsere gesamte politische Elite. Und das waren auch wir selbst, liebe Freunde, wir Bürger, wir Literaten, wir Kulturschaffenden. Wo waren wir 2014, als Putins Armee den Donbass besetzte? Als sie die Krim annektierte, wo waren wir 2016, als Putins Armee Aleppo in Schutt und Asche legte? Wo waren wir 2008, als Putins Armee Teile von Georgien besetzte? Und wo waren wir 1999, als Grozny die am meisten zerstörte Stadt der Welt war, wie es offiziell in einem Bericht der Vereinten Nationen hieß? Wir sind zu Hause geblieben und haben uns leider nicht interessiert. Bald könnte es Kiew sein, die am meisten zerstörte Stadt der Welt. Kiew, von wo eben Jewgenia Belarusets zu uns sprach, zu uns lachte, wo sie ausharrt. Noch ist es nicht so spät, die Katastrophe zu verhindern, wenn Europa, wenn Deutschland, wenn wir alle wahrhaft solidarisch mit den Menschen in der Ukraine sind.
Vielen Dank. Kermani, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Grüße nach Köln. Wir setzen unser Programm jetzt hier auf der Bühne fort und ich darf Alexandra Bienert auf die Bühne bitten. Der Name sagt allen etwas, die sich auch in der Vergangenheit schon mit der Ukraine in Deutschland befasst haben, denn Alexandra Bienert ist eigentlich die Aktivistin überhaupt. Und wer hier in Berlin U-Bahn fährt, der hat vielleicht schon gesehen, dass es in der U-Bahn Fotos gibt von Ukrainerinnen und Ukrainern an ihren Lieblingsorten in Berlin. Diese Bilder hat Alexandra Bienert gemacht und aufgehängt. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wenn Sie in die U-Bahn steigen, achten Sie mal drauf. Und ich erteile Ihnen jetzt einfach das Wort. Vielen Dank. Als ich gestern eingeschlafen bin, wusste ich nicht, wo meine Mutter ist. Entschuldigung. Ich glaube, das ist mir zum ersten Mal im Leben passiert. Ich habe meine Mutter dazu gebracht, aus Kiew zu fliehen. Sie hat jetzt zweieinhalb Tage gebraucht und sie ist gerade eben, hat sie mich angerufen, sie ist in Rivne angekommen. Man bräuchte aus Kiew nach Rivne zweieinhalb Tage. Aber sie ist jetzt in Sicherheit, aber da sind ganz, ganz viele andere Menschen nicht. Ich habe gerade heute eine wunderbare Frau kennengelernt, die mit ihren Kindern aus Bucha geflohen ist. Das ist eine Lehrerin und eine Erzieherin, die in Bucha, das ist nördlich von Kiew, ein kleines Städtchen, was gerade belagert wird und beschossen wurde von der russischen Armee. Sie hat da eine Kita gegründet für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und sie sagte mir, wissen Sie, was sie mir sagte? Sie sagte mir, habt keine Angst vor Putin, macht alles Mögliche, um ihn zu stoppen. Er kann gestoppt werden. Und nochmal zu dieser Geschichte mit Waffen niederlegen. Also wenn Sie sich jetzt die Nachrichten aus Mariupol angeguckt haben, wo tatsächlich Kinder erschossen wurden, wo Frauen erschossen wurden, wo Menschen ohne Strom sitzen, wo die Wohnungen nicht beheizt werden. Es kann nicht sein, dass zivile Menschen von einer anderen Armee erschießen werden. Und wir werden uns verteidigen. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen und unsere Freiheit zu haben und unseren Frieden. Und wenn ich das mit der zivilen Bevölkerung erwähne, dann möchte ich auch einen humanitären Korridor erwähnen. Es wurde ein humanitärer Korridor gestern vereinbart in Mariupol. Menschen wollten ausreisen. Sie standen Schlange. Diese Schlange wurde beschossen. Ich denke, Sie verstehen alle, was das heißt und warum wir auch weiterhin kämpfen. Die bereits von Herrn Schlögel angesprochenen Kernkraftwerkblöcke. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben 15 Kernkraftwerkblöcke in insgesamt 4 Kernkraftwerken in der Ukraine. 6 davon wurden jetzt in Saporischschja von der russischen Armee besetzt, wenn der Reaktor und das Kühlsystem hochfliegen, ist Europa für mehrere Jahrzehnte unbewohnbar. Ich möchte das hier ruhig und deutlich allen sagen. Deswegen fordern wir eine Flugverbotszone. Der Himmel muss geschützt werden. Es dürfen keine Raketen in Saporischschja treffen. Und das meinen wir alle ernst. Flugverbotszone jetzt. Wir fordern ebenfalls
dringende Steigerung der Waffenlieferung und damit sind Abwehrsysteme gemeint, Raketenabwehr und Panzerabwehr. Wir fordern sofortiges und umfassendes Embargo für russische Öl- und Gasexporte, endgültigen Stopp von Nord Stream 1. Wir fordern Öffnung humanitärer Korridore, die aber wirklich humanitäre Korridore sind und wo Menschen dabei nicht beschossen werden, wenn sie versuchen zu fliehen. Verdammt nochmal! Es sind jetzt hier in der letzten Zeit sehr, sehr viele Menschen in Berlin angekommen. Das haben Sie alle gesehen. Ich habe mir jetzt von Alena aus Bucha erzählt mit ihren Kindern. Wir verlangen vom Land Berlin, dass hier Erzieherinnen und Lehrerinnen, die aus der Ukraine geflohen sind, arbeiten dürfen. Das Land Berlin soll umgehend alles dafür tun, damit sie hier arbeiten dürfen. Es ist klar, dass es eine Arbeitserlaubnis besteht mit dieser EU-Regelung, aber die Qualifizierung wurde noch längst nicht anerkannt und das ist enorm wichtig. Und ich möchte noch eins erwähnen als Vertreterin mittlerweile eines Allianzen der ukrainischen Organisation. Wir haben uns hier zusammengeschlossen. In der Nähe von diesem Platz, in der Breitenstraße, gab es 1926 ein ukrainisches wissenschaftliches Institut. Wir fordern, dass wir heute endlich mal ein ukrainisches Haus in Berlin haben. Wir brauchen einen Begegnungsort. Bitte marginalisiert uns nicht weiter. Und zuletzt, die größte Sorge oder die zweitgrößte Sorge, nach der Sorge erschossen zu werden und nach der Sorge, die Familie nicht mehr hören zu können, ist in der Ukraine, dass man vergessen wird. Bitte vergisst uns nicht. Bitte geht nicht in 2 Wochen zu einem Business as usual über. Dankeschön. Русский военный корабль, иди нахуй! Слава Украине! Дякую вам. Dankeschön für eure Solidarität. So. Wir kommen gleich zur Rede des ukrainischen Präsidenten, aber zuvor darf ich noch einen Historiker, den Historiker Gerd Köhnen, hier bei uns auf der Bühne begrüßen. Er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Russland und übrigens auch mit der Sowjetunion, hat wegweisende Bücher dazu geschrieben. Und für den Stalinismus und Kommunismus hat er diesen Begriff gefunden, der mich bis heute sehr beeindruckt, nämlich die Utopie der Säuberung. Und dieser Begriff bedeutet nichts anderes, dass mit Gewalt zurechtgebogen werden muss und auch darf, dann was sich nicht in ein reines Bild fügen will. Das ist das, was Putin vorhat, sein russisches Großreich aufzubauen und alles, was in dieses Bild so nicht passt, wird hineingepresst, in unserem Fall durch Zerstörung. Eines der zentralen Bücher von Gerd Köhnen darf ich noch erwähnen, weil es auch mich sehr beeindruckt hat, das war der Russland-Komplex. Jetzt darf ich ihn bei uns begrüßen. Bitte schön, Gerd. Ja, ich bin jetzt fast ein bisschen scheu nach allem, was gesagt worden ist. Es ist so viel auch Kluges und Richtiges gesagt worden. Jetzt namens der Gruppe der Veranstalter noch überzuleiten zu eben dem, was Selenskyj an uns alle, die wir hier in Städten in Europa auf den Straßen stehen und unsere Unterstützung zeigen wollen, gesagt hat. Wir haben für diese Kundgebung, das ist gerade 5 oder 6 Tage her, dass wir uns per Telefon zusammengeschlossen haben, ob wir etwas auf die Beine stellen können. Das sollte das Spezifische sein, was alle die Stimmen aus diesen belagerten ukrainischen Städten, Stimmen aus aller Welt, soweit wir es eben in der Kürze der Zeit organisieren konnten, die zu uns sprechen, hierher holen konnten. Und das ist wirklich großartig, in diesen Mitteln, die wir hatten,
gelungen. Dieser Slogan für eure und für unsere Freiheit war ja eine Adresse der polnischen Freiheitskämpfer im 19. Jahrhundert an ihre russischen Brüder und Schwestern. Und wir haben sie für diese Kundgebung uns ausgeborgt, dass sie so wörtlich zu nehmen sein würde, haben wir, glaube ich, selbst vor einer Woche noch nicht geglaubt. Es ist im Grunde wirklich eine, das muss die deutsche Öffentlichkeit begreifen, es ist eine weltpolitische und ist sogar eine welthistorische Entscheidung, die uns jetzt wirklich aufgezwungen wird und der wir uns stellen müssen, der wir in die Augen blicken müssen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dieses Europa, dieser Welt. Wenn, machen wir uns das doch mal klar, die Wörter Krieg oder Invasion zum Beispiel für einen jetzt gerade mit modernen Vernichtungsmitteln geführten Krieg und eine Invasion nicht mehr gebraucht werden dürfen, sondern unter Androhung drakonischer Strafen durch irgendwelche absurden Begriffe wie Spezialoperation zur Entnazifizierung und Demilitarisierung ersetzt werden, dann ist das ein Orwellsches Regime der Angst, der Zerstörung der Sprache und des Denkens und vielleicht auch sogar des offenen Terrors. Dieses Regime der Angst, der Zerstörung der Sprache und des Denkens trifft im heutigen Russland alle die Nachfahren der Dekabristen, der historischen Kämpfer für die Wahrheit und die Freiheit in diesem Land, von denen es so großartige Leute gegeben hat. Es trifft sie, wie sie heute auf die Straße gehen, in den Medien versuchen, sich artikulieren im Internet oder wenn sie schon fluchtartig das Land verlassen haben. Diese Bedrohung betrifft ja auch alle, die in den schon okkupierten Städten und Dörfern der Ukraine, zum Beispiel den verwirrten Soldaten sagen, wo sie eigentlich sind, was sie da eigentlich tun. Oder die jetzt in diesem Moment, wie in der Stadt Berdjansk, schon unter russischem Militär- und Kriegsrecht stehen. Für sie alle gilt diese Strafandrohung, dass sie nicht mehr sagen können, was dort ist. Dieses Regime der Lüge und der Angst trifft auch alle ausländischen Korrespondenten zum Beispiel nun, die aus Russland selbst oder aus der umkämpften Ukraine berichten. Und im Weiteren, das täuschen wir uns doch nicht, uns alle, die wir mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Freunden aus Russland zum Beispiel in einem beruflichen, intellektuellen oder persönlichen Austausch stehen. Und selbst alle, die in Zukunft überhaupt noch in dieses Land reisen werden. In was für eine nordkoreanische Finsternis werden wir alle jetzt gerade gestoßen? Und deshalb ist unsere Parole für eure und für unsere Freiheit in einem kaum für möglich gehaltenen Sinne wortwörtlich zu nehmen. Der junge Präsident der um ihre Freiheit und Souveränität kämpfenden Ukraine, Volodymyr Zelensky, ist jetzt die zivile, aber doch heroisch entschlossene Gegenstimme zu den finsteren Tiraden und den wahnwitzigen Weltkonstruktionen eines Wladimir Putin geworden, die gerade dabei ist, die Welt ins Verderben zu reißen. Von diesem einmal eingeschlagenen Weg kann Putin, wie wir alle befürchten müssen, kaum noch zurück. Es sei denn, die Männer und die Frauen in der Ukraine, die der hochgerüsteten, aber desorientierten, schlecht motivierten russischen Armee in den Städten und Dörfern entgegentreten, machen diese Invasion vollends zu dem moralischen und auch dann militärischen Debakel, das sie jetzt schon ist. Das kann in Verbindung mit der Geschlossenheit, der Entschlossenheit der Welt und mit dem fast sicheren Absturz seines eigenen Landes zum Kollaps seines Regimes und besser führen und früher besser als früher als später. Und die ganze Welt könnte, und ich wäge meine Worte, sie sind nicht überdramatisch, sie könnte in diesem Falle, dass dieses Debakel sichtbar wird, ja, von einem drohenden Abgrund noch einmal zurücktreten. Aus dem belagerten, um seine schiere Existenz kämpfenden Kiew spricht jetzt Volodymyr Zelensky zu uns und zu allen,
die Deutschland in vielen Städten der Welt gestern, heute und morgen den todesmutigen Kampf seines Landes moralisch und praktisch unterstützen. Ich bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit, weil es ist eine stille und eindringliche Rede, die er unter schwierigen technischen Bedingungen aufgezeichnet und übertragen worden ist und die wir uns jetzt wirklich nochmal in großer Konzentration anhören sollten. Er spricht zu uns. Danke. And this is our heart. This is the heart of Ukraine standing together against the evil. Ich habe 3 Minuten, um mich an euch zu wenden. I have 3 minutes of my address to you. Die erste Minute möchte ich dem Schweigen widmen, um an all die gefallenen Soldaten zu denken, an unsere Spezialkräfte, an unsere Polizisten, an unsere Feuerwehrmänner, an unsere Kundschafter, all diejenigen, die ihr Leben schon für Ukraine gegeben haben. Sie sind hier, aber wir können sie einfach nicht mehr sehen. To our soldiers, to those who served in the fire crews, those who are working as pilots, those who are making heroic deeds in different areas protecting their country and have given their lives away for this. Ich bitte euch im Andenken an diese Menschen, um sie zu ehren, diese Schweigeminute einzuhalten. Die zweite Minute meiner Ansprache möchte ich auch dem Schweigen widmen, zu Ehren unserer Zivilisten, groß und klein, Erwachsene und Kinder, Tausende, Hunderte, diejenigen, die ihr Leben schon auch verloren haben, sie haben ihr Leben verloren und ewige Ruhe bekommen. Citizens of our civil population, those people, adults and children, dozens and hundreds of them who have died without knowing so, sacrificing their lives for the independence of our country. Let us commemorate them in silence, zu Ehren dieser Menschen. Danke. Thank you. Und die dritte Minute möchte ich euch widmen, Völker Europas. Schweigt nicht. Geht auf die Straßen. Unterstützt die Ukraine. Wir möchten das so sehr. Unterstützt unsere Freiheit, weil das ist unser Sieg, nicht nur über der russischen Armee. Das ist der Sieg des Lichts über dem Dunkeln, Gut über Böse, Freiheit über das, was heute bei uns in der Ukraine passiert. Schweigt nicht, unterstützt die Ukraine. Sonst, wenn die Ukraine es nicht standhält, wird Europa auch nicht standhalten. Wenn wir fallen, fällt Europa. To the people of Europe.
I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine, support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can. Und wenn wir unseren Sieg feiern werden, ich bin mir dessen sicher, ich bin mir auch eurer Unterstützung sicher. Und wenn wir standhalten, das wird ein Sieg für Demokratie, für freiheitliche Werte sein. Und diese Schweigeminuten werden zu Jahren der Blüte. Und ich hoffe, dass Europa genauso standhaftig sein wird wie das ukrainische Volk. Es lebe die Ukraine. This will be the victory for the whole democratic world. This will be the victory of our freedom. This will be the victory of light over darkness, of freedom over slavery. And if we win, we will become as blossoming as Europe, and Europe will be flourishing more than ever after this magnificent victory. Glory to Ukraine. Slava Ukraine. Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Prag, Paris. Jeder von euch ist heute ein Ukrainer. Danke. Nee, dann verabschieden wir uns und dann kommt der Wolnikor. Wenn das, du bist der Chef, wenn das okay ist. Ja? Also jetzt. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Це неймовірно, що ми всі разом об'єднуємося зараз, як справжні вільні люди за наше майбутнє, за майбутнє демократії, за те, що нас підтримують усі. Es ist unglaublich, wie viel Unterstützung wir jetzt sehen und wie uns ganz Europa jetzt gerade unterstützt. Es ist unglaublich und wir bleiben hier und unterstützen einander. Зараз ми будемо починати, точніше, продовжувати наш великий протест на сцені зліва, а перед цим маємо велику радість запросити вільний хор з Білорусі. Jetzt gerade machen wir weiter mit unserer Demonstration. Wir werden uns in ein paar Minuten links bewegen und da mit unserer Demonstration und Protest weiterlaufen. Jetzt gerade singt für uns Freie Choir aus Belarus. Und bevor dieser wunderbare Chor, welches Mikro funktioniert das? Ja, okay. Also, wir freuen uns auf die ukrainische Nationalhymne durch diesen wunderbaren Chor. Wir möchten uns von euch verabschieden. Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Nehmt das alles mit in die Woche. Nicht vergessen, morgen ist Solidarität genauso wichtig wie heute. Wir bedanken uns bei allen Schriftstellern und Künstlerinnen und Künstlern, die heute bei uns dabei waren, Gesine. Ich möchte mich auch ganz herzlich verabschieden. Ich möchte mich bedanken für alle, die da waren. Ich möchte Ihnen noch eins mitgeben. Jetzt wird gleich nämlich die Hymne gesungen. Sicher kennen nicht alle die Worte. Ich habe gelernt, es gibt dort die Zeile, unsere Feinde werden wie Tau in der Sonne verschwinden. Dazu sagt die Dirigentin Aksana Liniv in einem Interview, dass sie das immer sehr fasziniert habe, diese Zeile, weil es ja bedeutet, dass die Ukrainer ihre Feinde nicht mit Gewalt bekämpfen, sondern dass das Böse verschwindet, weil es nicht so viel Kraft hat wie die Sonne. Wir haben leider andere Realitäten und ich kann mich der Forderung nur anschließen, nach einer Flugverbotszone und danach die Ukraine mit allen Kräften zu unterstützen, nicht nur solidarisch zu sein, sondern tatsächlich auch Waffen zu liefern, die Energielieferungen aus Russland zu stoppen
und alles das, was heute gesagt wurde. Und jetzt tatsächlich der Wolnichor.